Best of. Wir wollten immer schon mal ein Best of machen, aber es klappt nie. Aber ist auch nicht unsere Aufgabe eigentlich, oder? Sollten wir eigentlich nicht mal jemanden, schon. Nee. Das ist ziemlich genau unsere Aufgabe. Als Podcaster und Produzent. Ich finde, man sollte mal jemanden beauftragen. Irgendwie einen Tonmann oder irgendwie... Das finde ich ganz unser Tonpraktikant, Timo. Nee, wir wenden uns an so eine Agentur. Na ganz kurz, also wir spielen ja mit offenen Karten. Ne? Wir verdienen jetzt Geld mit diesem Podcast. Patreon ist aktiv, ihr könnt uns Geld geben. Und wir sind aber ein Podcast, der zurückgibt. Wir wollen auch einen Teil dieses Geldes wieder in den Podcast fließen lassen. Wir wollen nicht nur alles nehmen und selbst für uns benutzen. Und so haben wir uns entschieden. Ich glaube, die Seite ist dafür, dass man nur alles ins Projekt wieder einfließen lässt. Ja, aber wir denken einen Schritt weiter. Wie können wir die Hälfte von dem, was zurückkommt, wie können wir 10% von dem, was... Genau, was machen wir mit den 3% der Einnahmen, die wir in dieses Projekt stecken wollen? Und da wäre dann mal eine interessante Möglichkeit, dass wir vielleicht uns jemanden besorgen, der Best of schneidet. Ich wäre auch für ein Redesign unseres Logos, zum Beispiel in lila. Magenta. Halt einfach, dass es so ein bisschen mal anders, ein anderer Wind reinkommt. Ich würde aber gerne nicht so viel bezahlen. Was glaubst du, kostet jemand, der hier einfach für eine Podcast-Aufnahme jongliert? Die ganze Zeit? Der einfach eine Stunde lang jongliert, den wir uns in die Tonkabine holen. Und womit? Ich kann selber mit 3 Bällen jonglieren. Mit Maiskolben. Wie lang? So ein Bio-Jongleur vielleicht, der einfach hier mit so 3 Maiskolben reinkommt und jongliert und einfach die gesamte Aufnahme und wir ihn aber nicht beachten, sondern einfach nur aufnehmen. Das fände ich super. Oder so ein Gebärdensprachen-Dolmetscher, den wir dann abfilmen, der die gesamte Folge in Gebärdensprache macht und wir veröffentlichen erst die Gebärdensprache und dann müssen die Leute raten, worüber wir gesprochen haben. Er hat während des Jobs 12 Kilo abgenommen. Genau. Aber ich habe keinen Bock mehr auf Gebärden. Stell dir vor, jemand muss uns beide gleichzeitig dann die ganze Zeit irgendwie nachmachen. Das ist, glaube ich, echt hart. Aber ich habe überhaupt keinen Bock mehr, Gebärdensprache zu machen. Ich lasse es einfach. Ich mache es einfach nur. Ich will auch die ganze Zeit solche Wörter sagen wie Blowjob. Nee. Das ist 1:1 ein Nick Thune-Gag. Oder einfach die ganze Zeit sowas wie Mammutbaum oder so Dinge, ja, genau. Die er hundertprozentig nicht wissen kann. Ja, genau. Und dann immer so gucken, was er jetzt macht. Mammut, fängt er an, das zu buchstabieren oder was? Keine Ahnung, also wirklich so ganz spezielle Worte, irgendwie so Quantenphysik oder Heisenbergsche Unschärferelation oder sowas in der Richtung. Ja, ja, einfach genau. Gucken, also, was sie draus machen. Ja, richtig. Und immer so schwitzen und so. Ja, Sinuskurve. Halt ja, du weißt schon, Unschärfe, du weißt, was ich meine. Viel von Gebärdensprache ist auch dieses, komm, du weißt doch, was schon. Ich meine. Komm, dieses Vordere, dieses. Komm, hier, dieses, na, wie heißt es nochmal? Schnipsen, sehr viel. Genau. Dieses, komm, hier, wie heißt es nochmal, hier. 2,5 Stunden lustig, lang, das gesamten Vortrag. Das hast du mir erklärt, dass Gehörlose, kurz bei Behinderten-Gags kurz, damit wir wieder dieses einfache Vortrag gewinnen. Das Behinderte, Behinderte Schwergehörige, die halt die Gebärdensprache brauchen. Hörige. Schwörige. Gehörige. Ja. Dass die klatschen, indem sie ihre Hände hochnehmen und sehr doll, also ihre Handinnenflächen nach außen wedeln. Also Jazzhands-mäßig. Ob sich das, so Jazzhands-mäßig quasi. Und man kann ja auch klatschen so, ja, das hat mir gefallen. Ich stimme zu, aber du kannst nicht diese Jazzhands machen, ohne dabei unfassbar ja, so euphorisches Gesicht zu machen. Du musst immer so breit grinsen und ja, ja. Aber es gibt auch Situationen, in denen man klatscht und keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel jemand ist gestorben und macht so einen Rückblick und danach klatschen alle höflich. Genau, und so ein bisschen traurig. Es geht bei den Tauben recht schlecht, weil es immer so. Du kannst nur euphorisch klatschen, so, ja. So zugabemäßig. Aber du kannst nicht so klatschen in dem Sinne, dass du sagst, ja, hat mir ganz gefallen. Ich glaube, da gibt es auch Abschwächungen. Wenn du so niedrig, dann ist es so, war okay, aber wenn du ganz hoch wedelst, dann ist es, glaube ich, stärker. Lass uns mal ein bisschen über Hörer reden. Ich finde, Hörer sind eine ganz fantastische Gattung Mensch. Hört mal kurz weg. Also vor allem, wir haben genau die Zielgruppe einfach so. Wir reden gerade genau mit den richtigen Leuten über das Thema Hörer. Ich liebe ja Hörer. Es gibt ja verschiedene Arten von Hörern. Es gibt die man ganz gerne mag. Ich hingegen. Es gibt die man nicht so gerne mag. Ja. Und es ist einfach ein bunt gemischter Haufen und man findet wieder neue Dinge. Es ist wie so eine neue Gesellschaft. Es ist wie so eine Pralinschachtel irgendwie. Wenn man sie zu lange auf der Heizung stehen lässt, dann ist es eine große, ungenießbare Masse. Es ist Masse. Irgendwie wie so eine Celebrations-Packung und wir haben halt nur die Bounties als Hörer. Aber das ist ganz okay. Das ist eine sehr langweilige, ja, also sehr wie eine Bounty-Packung. Aber es ist immer toll, weil man trifft viele interessante Leute, man kommt aber auch an Leute, wo man sagt so, interessant. Und ich habe zum Beispiel... Aber auch an Leute, wo man sagt, geh weg. Ja, und ich habe zum Beispiel einen Tweet rausgehauen über Hexenverbrennung im Mittelalter und dann hat jemand drunter geschrieben als Antwort. Weil es aber auch ganz kurz ein Thema ist, das sich auch sehr bewegt. Also die Hexenverbrennung hat dir persönlich auch zu schaffen gemacht, oder? Aber warum hast du, man denkt sich auch immer, ich lese da immer vor und denke mir,
warum hat er das jetzt wieder gemacht? Und denk mal dann immer, was ist gerade dein Bezug zu Hexenverbrennungen? Na, ich habe tatsächlich irgendeine Sendung gesehen, in der Hexen vorkamen, also in der so eine mittelalterliche Welt porträtiert wurde, wo alles auf die Hexen geschoben wurde, was passiert. Und ich fand es einfach so eine tolle Weltsicht, dass man tatsächlich so magische Wesen in der Welt hat, die tatsächlich auch einen Einfluss haben. So. Die tatsächlich schuld sind an allem. Tatsächlich ein Problem sind, ja. Und wo man sagt so, ey, diese scheiß Hexen, wo einfach die Welt so einfach ist, dass man sagen kann, die Hexen sind für alles verantwortlich und die haben halt wirklich so magische Zauberkräfte, die halt dann irgendwie alles beeinflussen. Gibt's das heute auch? Nicht so, ja, nee, aber heute kann man natürlich sagen, ist schon die menschlich. Schwarzen sind scheiße oder die Flüchtlinge sind scheiße, aber es hat nicht so diesen Bösewicht-Charakter so. Gab es da auch damals dann so Twitter-Profile irgendwie mit Hexen-Welcome und so? Ja, also, oder Five Things Witches Don't Say oder irgendwie sowas, ja. Ja, da gab es ja auch so Randgruppen, die dann sagen, also ich nehme gern ein paar Hexen auf und dieses Hexenheim da hinten, das werde ich nicht anzünden. Ich weiß nicht, gibt es da irgendwie... Es macht voll Sinn, diese Metapher geht voll auf. Ich glaube schon, dann könnte man sich da auch irgendwelche Filter über seinen... Ja gut, jetzt müsste man irgendeine lustige mittelalterliche Form von Facebook einfallen, über den Pranger. Markt. Ja, Markt. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Habe ich einen Tweet über Hexenverbrennung rausgehauen. Und Hexenverbrennung im Mittelalter. Und dann hat jemand drunter geschrieben, im Mittelalter gab es keine Hexenverbrennungen. Das war eine Erfindung der revolutionären und fortschrittlichen Renaissance. Also so ganz schnippisch. Ja. Also es war sarkastisch und besserwisserisch. Also es war maximal unangenehm und maximal. So, die tolle Renaissance. Nee, das war die tolle Renaissance. Wo man sich so, an wen appellierst du hier gerade? Du bashst hier gerade die Renaissance. Wem gegenüber? Welchem Publikum gegenüber? Bei wem denkst du, kommt das an? Ja. Wer sagt, ja stimmt, diese scheiß Renaissance, ey. Also das ist so ein gutes Feindbild, die Renaissance. Und das interessiert mich. Das andere Großartige, nicht. Was ich bei dir gelesen habe, ist ja, dass du einen Gag gemacht hast, der ein bisschen spitz war. Das war genau derselbe. Zum Thema Hexenverbrennung, ja. Und jemand geschrieben hat, wenn sich das jemand gegen einen anderen gerichtet hätte, dann wäre das ein ganz schön gemeiner... Wäre ganz schön geschmacklos gewesen. Wäre ganz schön geschmacklos. Was auch super gut ist, weil es halt so Next-Level-Moralkeule ist. So, wenn du was anderes getwittert hättest, wäre es geschmacklos gewesen. So, what? Also, das wenn ist du etwas geil. Gegen Juden getwittert hättest, wärst du ein Antisemit. Ja. Also das ist großartig. Ich rege mich nicht darüber auf, was du gemacht hast, sondern was du hättest machen können. Dieses präventive Aufregen so. Also unglaublich. Ja, das ist dieses schon eingeatmet haben voller Wut, dieses aufgebläht haben und dann nicht wissen, wohin mit der Wut, wenn man sich irgendwie verlesen hat. Ja, und vor allem, so. Ich stelle mir den Typen vor, dass er sich wirklich ärgert, dass ich nicht über eine andere Randgruppe getwittert habe, sondern über Hexen. So von wegen, ich kann mich jetzt nicht aufregen so. Ach Mensch, wie schön es aber gewesen wäre, ja wenn du was... Ich habe jetzt einen zweiten Account. Ich habe jetzt mir bei Twitter einen zweiten Account gemacht. Ja. Und da weiß ich nicht. Ist diese Frau, mit der du dich immer triffst, oder was? Da kenne ich. Nee, das ist ein anderes Zweitprofil. Aber das ist dieses ganz. Das ganz Spannende bei Twitter, dass man einfach sehr schnell sehr wütend werden kann. Gerade auch bei Replyern. Und ich das nicht mit meinem Namen möchte. Ich möchte einfach nicht mit meinem Namen Hass streuen. Mhm. Da bin ich eigen. Und trotzdem möchte ich aber Hass säen. Und dafür habe ich mir jetzt ein Zeitprofil gemacht. Ich konnte einfach nicht mehr an mir halten. Du hast auch ein Zeitprofil bestimmt. Ich habe zwei, dritt und viert Profile. Und ich habe herausgefunden, also sehr viele Menschen haben das, um andere zu beleidigen einfach. Ja. Also der Kern ist ja, dass man andere Leute beleidigen will und das nicht mit seinem eigenen Namen können. Das ist diese Internet-Anonymität, die nicht gut ist, aber einem wahnsinnig ein riesiges hilft. Problem ist. Es ist ein wahnsinniges Ventil einfach für einen. Es hilft einem so ein bisschen loszulassen. Aber 505 geht vielleicht in die Geschichte ein, auch als legendäre Zahl für das Hotelzimmer, an dem eine weitere Schicksalsnacht stattgefunden hat. Denn Stefan und ich werden heute miteinander schlafen. Ja. Das erste Mal. Ich wollte das erste Mal mit jemandem haben, der mir sehr bedeutet. Und einfach während dem Podcast einfach. Ja, und auch nicht irgendwie, soll das Besonderes sein, genau. Ja. Dachte ich mir, komm, mach's erstens mit einem Mann und zweitens einfach mal während du Podcast aufnimmst. Aber bist du ein bisschen aufgeregt? Hast du Performance-Ängste oder so? Ja, in der Tat. Ich habe immer diese Ablieferangst. Ja. Ob's jetzt, dass du zu früh ablieferst. Ja, ja, genau. Ob ich jetzt im übertragenen Sinne, ob ich zu früh abliefer, ob ich zu spät abliefer. Das ist schlimmer eigentlich. Ob ich nicht in Ablieferstimmung komme, da bin ich mir nicht so sicher. Und du weißt auch nicht, wie du da so drauf, also was du so willst, also was du da auf Abliefervorlieben sind. Ich versuche dir das immer zu zeigen während dem Akt. Mit Blicken. Und auch ich versuche so deinen Körper so ein bisschen, ist ja ein Tanz, ich versuche dich auch so ein bisschen zu führen. Ist Sex wie ein Tanz für dich? Im Endeffekt schon. Ich trete ständig auf die Füße und ich habe meine Schuhe vergessen. Ja. Und da kennt man so viel draus, Mark! Und deswegen vertraue ich dir nicht. Scheiße. Und im Hintergrund läuft Nelly Furtado. Kann man dann wieder, hatten wir eben schon mal. Aber nur sowas in der Art, nur als Angebot. Nee, ich finde Sex ist wie Mario Kart. Mit der Banane ist da... Man schüttelt so lange am Nunchuk, bis man... bis die Freundschaft bis kaputt Bis man driftet, ist. Bis man in die... Ach,
Geld, ey. Nein, warte. Ist ja auch schon spät. Freundschaft ist wie Mario Kart, man ist wahnsinnig schnell, es werden Pilze verteilt und Wario ist dabei. Gibt's den? Schon? Also ja. Tweet finde ich den ganz gut. Ja. Ja. Das kannst du rausschneiden. Ganz kurz. Ganz kurz. Wie? Aber ich glaube, Pilze verteilt nicht. Ich glaube, das ist mein... Finde ich ganz guter Gag. Mhm. Bananen eingeführt? Vielleicht? Nein. Keine Chance. Nee. Wer ist denn der Typ, der eigentlich bei hier Zebra, Nilpferd und Co., der Typ, der da immer spricht, der die tiefste Stimme der Welt hat? Oh, no, so ein Baby. Und dann aber auch selten, einfach selten irgendwie versucht, mit seinen Off-Texten die Geschichte weiterzubringen, sondern einfach oft einfach auch Laute macht. Süß. Die Robbenbabys sind schon wieder draußen. Ah, darf er die ganze Zeit massiert werden. Achte da mal drauf, wie der spricht immer. Als ob der die ganze Zeit irgendwie, genau, dabei massiert wird oder sowas. Und einfach gerade einfach irgendwie so ein super Entspannungsmode ist. Und dann einfach dann anfängt, diese Dinge einzusprechen. Oh, die Zebras sind endlich draußen. Wow, Sonne, 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 Sonne. Aufs Bäuchlein scheinend. Was ist los mit den Leuten? Ich kenne die Sendung leider überhaupt nicht, deswegen ist es mega strange. Guck dir das mal an. Aber es klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam, finde ich eine ganz gute Sache. Dann hast du schon mal jemand anderem die Haare getrocknet? Mit einem Also so die Haare gerubbelt? Nein. Nein. Ich glaube. Und ich finde, das ist so ein Ding, was man ab 30 machen darf. Weil dann ist es, glaube ich, gesellschaftlich erlaubt, wenn du Kindern zum Beispiel die Haare rubbelst, weil das deine Kinder sind oder so. Aber ich glaube, bis dahin hast du keinen Grund, anderen Menschen die Haare sauber zu machen. Mhm. Ich glaube, ich würde das gerne mal machen. Ich glaube, ich finde, es hat so ein... Findest du auch, dass Haare immer gleich riechen? Also im gewaschenen Zustand riechen Haare von Menschen oft gleich. Du meinst, die Haare von allen Menschen riechen dann gleich? Du hast so einen Kopfhautgeruch, der eigentlich ganz angenehm ist, anders als das Wort vielleicht erwarten lässt. Aber ja, man sagt ja zum Beispiel auch, dass Babys die Köpfe ganz total gut riechen. Ja, ja, deswegen sieht man immer mal Mütter, die immer in der Nase so an Kindern reiben. Oh, gib's mir ja, Jerry. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich habe neulich bei Toys R Us habe ich Chewie Louie gesehen, das Spiel. Also Looping Louie, nur mit dem Millennium Falcon und Chewie. Wow. Also eigentlich so die beiden besten Universen zusammen gemorpht in ein geiles Spiel. Ich würde dir echt gerne mal so einen Peilsender umhängen. Einfach so, wenn du es nicht merkst, ich würde so einen Peilsender gerne mal in deine senfverschmierten Haare stecken und dann einfach zu gucken, wo du dich so rumtreibst. Und weil du so ganz abstrakte Formen so in ganz Köln und immer so gucken, wo ist er gerade? Bei sich zu Hause? Nein. Aufzoomen? Nein. Aufzoomen? Nein. Aufzoomen? Toys. Was? In der Hüpfburg Sonderverkauf? Was macht er denn da? Im Smallland? Warum will er im Smallland? Im Smallland unter vier Lagen Bälle ist er begraben. Was macht er da? Denn da? Oh mein Gott. Ja. Hättest du was dagegen, wenn man dich die ganze Zeit orten würde und sowas? Wäre das ein Problem für dich? Nee. Nee, eigentlich habe ich nichts zu verbergen tatsächlich. Ist immer so ein bisschen, ja, ich bin halt zu Hause. So. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Ab und zu gehe ich einkaufen, ich mache nicht viel. Tatsächlich. Aber. Neue Frage. Lass mal fingen die Jahre vor Christi Geburt mit dem Dezember an, endeten mit dem Januar? Mega gute Frage. Hm. Ja, hast du mal gehört bestimmt, weil du jeden Tag auf Nein-Gag abhängst. Mit deinem Vater damals bei Nein-Gag gekämpft hast. Lass uns mal das gesellschaftliche Phänomen Nein-Gag analysieren. Bei Nein-Gag, findest du Nein-Gag lustig oder findest du es eher peinlich so ein bisschen? Ich habe es jahrelang gemieden, weil ich dieses Meme-Aufkommen extrem unangenehm fand. Mhm. Und so immer dieses Bitch, please und so, da fing es ja an. Hat mir nicht gefallen. Ja. Konnte ich nicht drüber lachen. Aber irgendwann dann habe ich so ein paar lustige Sachen entdeckt und habe es als für mich entdeckt dafür, dass man mal nebenbei einfach das so laufen lässt. Das ist genau das Richtige. Nein-Gag ist das perfekte Medium, einfach nebenbei zu scrollen, einfach während man eigentlich arbeiten sollte. Aber ich finde, den normalen Nein-Gag-User stelle ich mir schon sehr unangenehm vor. Sehr unangenehm. Ich finde vor allem sehr interessant ist immer das gesellschaftliche Phänomen der Unpopular Opinion. Es gibt ja dieses Meme mit diesem, ich keine Ahnung, was das für eine Art von Vogel ist, der da so fortschreitet, der da so nachdenkend rumschreitet und das ist das Unpopular Opinion Meme. Und das ist ja an sich schon Widerspruch in sich, dass man nur die Unpopular Opinion Memes sieht, die auf die Top-Seite gevotet werden, also die am beliebtesten sind. Ja. Also die beliebtesten, unbeliebten Paradoxon. Meinungen. Was ja schon interessant ist, weil da kommt dann sowas wie, keine Ahnung, bin ich der Einzige hier, der nicht will, dass Trump Präsident wird? Und das hat dann mega viele Votes und dann denkst du einfach, nein. Das ist einfach...
das ist einfach im Internet, in der Ecke, in dieses Internet, in der man sich bewegt, einfach komplette Allgemeinmeinung. Aber die Leute wollen trotzdem, dass es als unpopular opinion gesehen wird. Sie liken das trotzdem, weil sie sagen, stimmt, ich bin auf deiner Seite, wir sind genauso diese eingeschworene Gruppe, die denkt, wir sind in der Unterzahl und die das machen, sowas. Das finde ich interessant. Ist, glaube ich, nicht schlecht, wenn du beliebt sein willst, oft dir Minderheitsmeinungen suchst, die aber eigentlich keine sind. Also oft dir Dinge suchst, die klingen, als wäre das total seltsam und so. Ja, genau. Dann lachen auch, glaube ich, Leute oft. Also wenn zum Beispiel Louis C.K. sagt, wow, jeder freut sich, wenn er furzt und das stinkt total doll und Gandhi auch oder so, weiß nicht, habe ich eben im Mund gelegt, aber ich habe gerade einen Joke für Louis C.K. geschrieben nebenbei. Ich bin so gut. Sorry. Ich bin einfach ein Genie, aber und dann sagt man halt, dann sagen Leute, okay, die lachen dann, weil sie sich selber nicht getraut haben, das jemals so zu formulieren oder zu erzählen oder artikulieren, und dann lachen die darüber, weil die so aus, ja, genau so geht's mir auch. Das ist dieses Observational Comedy von wegen, da lacht man ja, weil es einem auch schon mal aufgefallen ist. Ja. Observational Comedy würde nicht funktionieren, wenn es nicht zumindest mal beobachtet werden konnte. Und das ist, glaube ich, das Phänomen. Aber ich glaube, Nein-Gag als Person wäre ein sehr netter Mensch trotzdem. Nee, ich glaube, ein sehr unangenehmer Mensch. Weil es gibt ja auch dieses Bonmot, dieses kleine Schmankerl, dieses Vokabular, Gusto-Stückerl. Ein Schmankerl. Nein, das ist was du vorgesagt hast. Ein Bonmot. Bonmot? Kennst du so geflügeltes Wort? Nee. Schade. Bonmot geschrieben. Bonmot. Ja, genau. Das kenne ich. Geschrieben. Die Mehrheit der Leute denkt, sie sei die Minderheit. So. Und ich glaube, das ist ganz ist interessant. Du hast ein Fachwort dafür, worüber... Nee, es war nicht Bonmot. Nein, Bonmot ist sowas wie geflügeltes... Damit beschreibt man nicht nur diesen Satz, okay. Stefan. Das wäre ein bisschen übertrieben. Und das finde ich interessant bei dem Meme, dass man da genau zeigt, dass die Mehrheit möchte, dass es die Meinung der Minderheit ist. Ich glaube wirklich, aber von der Hierarchie steht der Fotograf noch eins über dem Führer. Machen die Leute. Vielleicht hat der Führer ja auch irgendwann einfach hinter sich, was man jetzt nicht mehr sieht auf den modernen, auf den alten Fotografien, einfach so eine große Kamera gehabt. Einfach so eine große Kisscam einfach die ganze Zeit. Und alle hatten Angst halt, hoffentlich trifft sich mich. Und dann mache ich einfach, was der Fotograf sagt. Und eigentlich ist Hitler die ganze Zeit nur vor so einer großen Videowand, wo Leute Angst haben, in Sicherheit gezogen zu werden. Ich frage mich, kann gut sein. Ich meine, da gibt es wahnsinnig viele Sketche drüber und es wurde schon unglaublich oft bearbeitet, das Thema Zweiter Weltkrieg. Aber ich finde es trotzdem immer noch lustig, diese Idee, dass so bitterböse Menschen wie Adolf Hitler, bitterböse. Bitterböse. Steht so eigentlich auch im Wikipedia-Artikel. Der bitterböse. Welcher Haudegen. Adolfo. Der Frechdachs Himmler. Ich finde, bei Adolf macht das auch ganz, so ganz schwer, so tragend. Wenn irgendwie Rodolfo hieß oder so, einfach so ein Namen. Oder Mark. Ja, Marco oder einfach so Marvin. Einfach so ein Name, wo man denkt, ja, ach, ich kenne Marvins. Manche sind nett von denen, aber Adolf ist halt wirklich auch jetzt so das Grundböse einfach. Ja. Aber ich frage mich da auch mal so, wie da so Marketing-Meetings ausgesehen haben, weil die haben einen großen Marketing-Apparat. Ich glaube, da gab es, ja. Ich weiß, aber auch so mit dem Hitlergruß und mit den Totenköpfen auf den SS-Uniformen und so, dass man sich da wirklich zusammensetzt und Sachen macht und sagt, wie wär's? Also was waren die verworfenen Ideen für einen Hitlergruß? Dass jemand irgendwie Thumbs up oder Peace-Zeichen oder irgendwie sowas in der Richtung, man sagt, nee. Ja, oder auch fürs Hakenkreuz, auf die ersten Logos, was war davor? Ja, war so irgendwie, Blume? Weiß ich nicht, ja, oder das Uber-Logo einfach 1:1, man weiß es nicht genau. Oder so eine Biene. Aber es hätte auch sein können, dass irgendwann, möchtest du nochmal Biene sagen einfach? Ich würde so sagen noch ein paar Mal Biene. Ich fand das echt lustig, die Vorstellung, dass du wirklich so ganz archaische, krude, kryptische Runen und dann so eine fröhliche Biene. Und so, wessen Idee war die Biene? Und ein so ein offensichtlich schwuler Nazi. Genau. So. In so einer pinken Uniform. Ja, sorry, genau. Ich wollte ein bisschen Farbe reinbringen. Ein bisschen Farbe und ich meine, wir stechen ja andere Leute. Nein, so tun ich. Wir nicht. So wie ich. Die Stechen-Idee haben wir auch verworfen, Maurizio. Sponsored by Granini. Viel Spaß. Und Booster Energy Drinks. So, wir kommen jetzt zu dem Lieblingsteil meiner Show, die sogenannten Open Spots. Das heißt, man kann sich einfach bei mir melden und dann darf man 5 Minuten hier auf die Bühne. Und da haben wir heute ein paar. Und ich freue mich direkt auf den ersten. Der kommt aus Köln. Hier ist für euch Stefan Titze. 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 Ja, hallo Mister. Hi. Mein Name ist Stefan. Das Fun steht für Spaß.
Ja, ich mache das hier zum ersten Mal. Und irgendwie hoffe ich, dass wir es irgendwie, ich glaube, für beide Seiten besser, wenn wir es irgendwie durchsehen, einfach. Also viel Spaß mit den nächsten 5 Minuten. Ich habe neulich gelesen, dass das Wort Einhorn 9-mal in der Bibel vorkommt. 9-mal kommt das Wort Einhorn in der Bibel vor. Super Mario, glaube ich, nur 2-mal. Tatsächlich. Und dann habe ich, also Leute sind auf mich zugegangen und gesagt, nein, beruhig dich, Stefan, beruhig dich, komm runter, es ist nur ein Übersetzungsfehler. Und dann dachte ich mir erst, okay, gut, ist es nur ein Übersetzungsfehler, aber Moment mal, macht es wirklich besser? Weil ich meine, es ist die Bibel, also Leute nehmen relativ ernst, was in der Bibel steht. Wenn es nur ein Übersetzungsfehler ist, vielleicht sollten wir grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, wie professionell das damals ablief, dieses Übersetzungsprozedere. Ich meine, da wirklich mal gesessen haben, irgendwie an seinem Papyrus-Duden, weiß ich nicht genau, was er hatte, und wir überlegt haben, Moment mal, Jesus ging übers, was kann das heißen? Wasser oder Sand? Ach, nehmen wir Wasser. Ich meine, was hat er denn gedacht, was er denn übersetzt, dass er auf Einhorn kommt? Keine Ahnung. Naja, und ich finde, im Grunde genommen ist die Bibel doch eine Art Zauberergeschichte. So einfach, er hat ein paar random Superkräfte, ist eine Art Zauberer. Deswegen glaube ich, dass wenn J.K. Rowling sich etwas mehr beeilt hätte und ein bisschen schneller geschrieben hätte, dann würden wir heute alle dem heiligen Harry Potter beten. Und es wäre mega geil. Es wäre mega geil, dem heiligen Harry Potter zuzubeten. Ich meine, wie cool wäre das denn? Wir hätten noch keine Kreuzzüge geführt, sondern Blitz, Kriege, naja, schlechtes Beispiel, vielleicht was ein schlechtes Beispiel. Es gibt auch noch andere geile Geschichten, vor allem gibt es geile Geschichten aus Deutschland, was dieses ganze Gute-Nacht-Geschichten-Business angeht. Das ist ganz geil, weil da gibt es, kennt ihr den Strubbelpeter? Ja, aber den kennt man. Der ist ziemlich geil und ziemlich brutal, typisch deutsch, eigentlich ganz geil. Und da gibt es diesen Part, der Daumenlutscher. Und der Daumenlutscher beginnt, und das ist kein Scheiß, mit der Mutter, die zu ihrem Kind, das zu dem Kind sagt, ich bin kurz weg, mach keinen Mist, warte hier, lutsch dich am Daumen, ciao, und geht. Was erwartet sich, was jetzt passiert? Was erwartet sich, das genauso, als würde sie sagen, ich bin kurz weg, mach keinen Scheiß, lies nicht im Tagebuch deiner Schwester, dass ich in der zweiten Schublade von oben befinde, ich bin in genau 15 Minuten wieder da, tschüss. Das ist genau das Gleiche, was erwartet sie? Das sind diese Dinge, die dann passieren, was zum ersten Mal macht. Man weiß nicht mehr, was man sagen wollte. Der Daumenlutscher, genau. Wie geht es nämlich weiter? Das ist nämlich sehr interessant. Natürlich lutscht er am Daumen. Natürlich. Und dann, was nicht so ganz erwartbar ist, dann kommt nämlich ein Mann, wildfremder Mann, irgendwie in die Wohnung mit einer Schere und schneidet dem Jungen beide Daumen ab. Blut, Chaos, Tränen. Deutsch, yeah! Und dann, das Geile ist, dann kommt die Mutter und das finde ich besonders geil, ist kein Scherz, die Mutter kommt rein und sagt, tja, ich hab's dir ja gesagt. Wie eine Mutter halt so reagiert, wenn der Sohn ohne Daumen im Wohnzimmer steht. Klar, was soll ich sonst machen? Ich hab's dir ja gesagt. Ja, und dann sagen alle, ja, aber die Lehre, die man daraus sieht, die ist so toll. Lutscht nicht am Daumen, ja. Oder kriegt vielleicht mal dieses Problem in den Griff, dass sie offensichtlich einen Irren in der Nachbarschaft rumlaufen haben, der Kinder attackiert mit einer Schere. Vielleicht da das Problem. Naja, das war's von mir, der Stefan Giese. Extra aus Berlin gekommen. Siehste? Geht doch. Hier ist für euch Florentin Will. Eine Sache noch ganz kurz vorneweg, bevor wir anfangen. Die Sache ist die, wir können momentan noch keine Witze über den Holocaust machen. Deswegen. Moment. So, alles klar. Okay, gut, los geht's. Ja, ist mein erstes Mal hier auf der Sender-Bühne und es fühlt sich schon jetzt an wie ein schlechtes erstes Date. Ich stehe hier ganz alleine rum, rede viel zu viel, versuche verzweifelt schlechte Gags zu machen, während ihr euch denkt, mein Gott, wäre ich da einfach nur zu Hause gewesen. Das wäre so einfach gewesen. Ich hätte nicht mehr irgendwas machen müssen, ich hätte nur einfach nichts machen müssen. Das wäre so einfach gewesen. Ich sage es dir, Dates sind wie Einradfahren. Ich kann nicht Einrad fahren.
und ich bin wirklich sehr schlecht in ersten Dates, deswegen lese ich auch mal gerne so Ratgeber, so was kann man machen, so ein paar Tipps, so wie, was kann man machen, und was ich letztens gelesen habe, was Menschen besonders gut zusammenbringt, was eine enge Verbindung herstellt, ist das gemeinsame Erleben von extremen Situationen. Und da war dann so eine Geschichte von so einem Mann und so einer Frau, die zusammen in so einer Höhle waren, die eingestürzt waren, die haben zusammen überlebt und haben dann auch geheiratet und sind glücklich geworden. Ja, okay, wie genau soll ich jetzt diesen Tipp umsetzen? Was genau soll ich da machen? Also wie stellt er sich das vor? Dann gehe ich dann im Büro zu meinem Schwager und sage so, hey, pass mal auf, wir haben doch gerade so nett am Bier geredet, du hast mir erzählt, dass du wieder mehr Bongo spielen willst wie in deiner Kindheit und das ist vielleicht ein bisschen verrückt, aber hast du vielleicht Lust, am Wochenende mit mir in der rostigen Seilbahn zu fahren? Keine Ahnung, hast du da Bock drauf? Naja, nee, aber von der Frau habe ich letztens gehört, was ich immer mache, beim zweiten Date trage ich kein Make-up mehr, um zu sehen, ob der Mann auch trotzdem noch freundlich zu mir ist. Das ist ein geniales, eine super Idee, das mache ich auch. Und zwar mache ich jetzt immer Folgendes, beim zweiten Date kaufe ich mir ganz oft dieselbe Hose in unterschiedlichen Größen. Und dann gehe ich auf das Date und so alle halbe Stunde sage ich, ich muss ganz kurz aufs Klo gehen, gehe kurz weg und ziehe mir die Hose in einer Nummer kleiner an. So dass es im Verlauf des Dates so wirkt, als würde ich immer und immer fetter werden. Einfach um zu sehen, wo ist die Schmerzgrenze der Frau? Wo hört es auf? Wohin kann ich gehen und wohin nicht weiter? Und selbst wenn sie es bis zur letzten Hose durchhält, dann entschuldige ich mich nochmal ganz kurz, ich muss ganz kurz aufs Klo, gehe kurz weg. Und dann bringe ich statt mir mein mexikanisches Stunt-Double raus. Einfach um zu sehen, würde sie mich noch mögen, wenn ich Mexikaner wäre. Das ist für mich einfach extrem wichtig. Und jeder, der hier gerade in der Beziehung ist, kann sich mal die Frage stellen, würde mich mein Partner noch lieben, wenn ich Mexikaner wäre? Dann kommt vielleicht ein paar Antworten zustande. Ja, lief nicht so gut, zum Beispiel die Mexikaner bei meiner letzten Freundin hat nicht so gut funktioniert. Wir haben jetzt Schluss gemacht, aber sie war auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Also sie hatte so ein paar komische Angewohnheiten. Zum Beispiel hat sie beim Obst immer nur den Aufkleber gegessen und das Obst weggegessen. War irgendwie ein bisschen seltsam. Jetzt haben wir Schluss gemacht und ich bin jetzt auf der Suche nach einer neuen Freundin. Und ich sag mal so, das Problem ist, ich kann mir momentan die Tattoo-Entfernung nicht leisten. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn die neue auch wieder Melanie heißen würde. Falls eine Melanie im Raum ist, einfach stellt euch an die Schlange an. Ja. Ja, das war schon ein bisschen schade. Wir kannten uns schon sehr lange, wir kannten uns schon seit der Schulzeit. Und es ist mir letztens eingefallen, dass wir in der Oberstufe manchmal Unterricht hatten in anderen Klassenzimmern von fremden Klassen. Zum Beispiel in so einer 6. Klasse hatten wir Unterricht. Und da hing dann an der Wand so lauter Steckbriefe von den ganzen Schülern dieser 6. Klasse. Und dann haben wir mal angeschaut, dann so ein Steckbrief von so einem ganz süßen kleinen Mädchen. So, Alter, Name, Clara. Dinge, die ich mag, Spaghetti, Pferde, Hasen. Dinge, die ich nicht mag, Jungs, Hausaufgaben, Spinat und Hitler. Hitler, den mag ich nicht einfach. Obwohl ganz technisch gesehen hätte sie Hitler gar nicht mehr erwähnen müssen, denn sie hatte ja schon Jungs erwähnt. Also eigentlich wäre es gar nicht mehr nötig gewesen. Diesen Hitler, den mag ich nicht irgendwie, den finde ich irgendwie eklig. Und die reden immer nur über so doofe Jungs-Sachen wie Fußball oder Holocaust. Das mag ich nicht. Vielen Dank, Dankeschön, schönen Abend noch. Ganz schön dreckig. Ja. Ja, müssen wir jetzt über Stichwort feuchter Traum reden eigentlich? Haben Frauen eigentlich auch feuchte Träume? Ja, ich glaube, die haben sehr feuchte Träume. Ich glaube, die haben die feuchtesten also Träume. Also jetzt in dem Sinne, also es lässt sich ja nicht eins zu eins übertragen, aber... Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, bei Männern ist es ja auch nur rein biologisch, weil es irgendwann einfach überläuft. So. Mhm. Ich glaube, das ist einfach dann relativ klar getrennt. Und okay. Schreibt uns mal. Wir haben ja so viele weibliche Zuhörer. Ihr könnt uns mal ein bisschen die weibliche Anatomie erklären. Lasst uns einfach ein bisschen teilhaben an euren wundervollen, mysteriösen Körpern. Erklärt sagt uns mal, einfach, was wie da es bei euch eigentlich so funktioniert. Erklärt uns einfach von A bis Z einfach mal Rundumschlag. Erklärt uns einfach mal alles. Wie ihr so funktioniert, wie ihr so tickt, was ja. Man, wie man so machen, was man so machen muss, um euch zu beeindrucken. Sowas vielleicht mal erzählen. Ja, die ist schon klar, dass die alle 15 sind, ne? Also ich weiß nicht, ob die, ist nicht so ganz was die jetzt erzählen, du musst irgendwie Bruno Mars hören und Justin Bieber auswendig kennen. So, ich weiß nicht, ob das in deiner Dann bewegen wir uns damit auch so am Rande der Legalität. Ich glaube, es wird schon langsam kritisch, ja. Ich glaube, man kann keine Minderjährigen fragen, ob sie schon mal einen feuchten Traum haben. Ich glaube, das geht schon tatsächlich in die Straffälligkeit. Ne? Es gibt übrigens, was ich total lustig fand, habe ich jetzt gestern gehört, es gibt Kopfhörer-Discos. Also leise Discos. Ah ja, genau. Also man hört, wo man einfach nur einen Kopfhörer auf hat und dann darum drum eiert. Ja. Ich weiß nicht, was man in der Disco macht. Tanzen vielleicht. Und, Tanzen, ja, oder sowas. Ja. Tanzen, das ist, glaube ich, eine Kampfsportart. Tanzen, ja, Tanzen. Und
Das ist, glaube ich, ganz schön crazy. Also hört dann da jeder ein anderes Lied oder hört da jeder irgendwie aber in gleichen Schnelligkeit, sodass man halt trotzdem im gleichen Rhythmus tanzt? Ja, aber vor allem, man kann sich ja gar nicht unterhalten. Tanzt da jeder also, für sich? Nee, aber das macht, kann man ja in einer normalen Disco auch nicht. Ja, ich habe gehört, man geht in eine Disco, um sich mit Frauen irgendwie ein bisschen abzugeben. Von daher kann man dann vielleicht immer abzugeben. So als cooler Move, also, ja, einfach mal so neutral wie möglich ausgedrückt. Vielleicht kann man als cooler Move dann der anderen Person die Kopfhörer abnehmen, so, hey, ich will mit dir reden. Mhm. Ich habe mal auf Galileo gesehen, so von wegen der Jugendratgeber, wie Eltern mit ihren Jugendlichen umgehen sollen und so ein bisschen die Jugendslang erklärt. Und da den Kopfhörer abnehmen und mit denen reden. Genau, und da hieß es, ja, es ist völlig normal für junge Leute, dass sie ununterbrochen Kopfhörer drin haben. Und es ist auch normal unter Jugendlichen, dass wenn der eine mit dem anderen reden will, dass er ihnen dann einfach den Kopfhörer rauszieht. Nein. Wo ich mir dachte, nope, das ist nicht der Fall. Aber das gut, ist, so jung bin ich auch nicht mehr. Ja, das ist, wenn Erwachsene Tipps geben und irgendwie dabei die Zielgruppe vergessen. Ja. Nicht so schlecht. Ja, genau, furchtbar. Aber glaube ich, fände ich für mich ein ganz cooles Club-Erlebnis eigentlich. Und dann kann auch jeder seine eigene Musik hören. Das dann tanzen alle außerhalb des Rhythmus. Florentin Will erzählt von seinen Lieblings-Club-Momenten. Um auf die Frage noch zu antworten. Ist echt anstrengend, so viel zu reden. Um auf die Frage noch zu antworten kurz. Ich will meinem Vater einen Wurststrauß schenken und meiner Mutter will ich ein Massagekissen schenken. Aha, hoffentlich hören ein die, Massagekissen. Hoffentlich hören die Sendung nicht vor Weihnachten. Was genau ist ein Massagekissen? Weiß ich nicht. Irgendwas. Ich finde, das sind einfach... Der Bestseller bei Amazon, der kann ja nicht schlecht sein. Komplette Crap-Sachen. Massagesessel. Ich wohne in Berlin, zwei Häuser weiter von einem Laden, der nur Massagesessel verkauft. Jedes Mal gehe ich daran vorbei und denke mir, was für eine Geldverschwendung. Wer kauft diesen Scheiß? Kein Mensch. Das ist ein fucking Sessel, der halt so ein bisschen vibriert und rubbelt. Aber du denkst dir, das bringt eigentlich nicht wirklich was. Das ist nur nervig. Das Ding wiegt einfach 8 Tonnen. Ich glaube, die schwersten Gegenstände der Welt sind Massagesessel. Und es brauchen, alte Leute. Da musst du den Sessel brauchen sie es wirklich? Brauchst du den alten, den musst du diesen scheiß schweren Sessel, Massagesessel, musst du dann auf den Treppenlift hieven. Und dann kannst du, eigentlich, für alte Leute ist es. Nein, aber alte Leute würden sich sowas nicht mehr ins Haus holen. Die sagen, sowas brauche ich nicht, viel zu technisch. Ich brauche eher eine Playstation. Ich brauche eine Playstation, Counter-Strike. Ich glaube, dass auch alte Leute dafür keinen. Was ist die Zielgruppe von Massagesessen? Das ist eine gute Frage eigentlich. Können wir mal anrufen? Ich finde, wir sollten wir rufen mal an. Rufen mal an Massage. Erstmal was machen, was die Leute jetzt denken. Also ich glaube erstmal, dass nicht mehr so viele hören jetzt uns gerade. Lehnen wir eigentlich auf schon? Nein. Ich glaube, dass wir erstmal was machen sollten, was die Leute noch mal ins Boot holt. Die jetzt vorskippen und die Leute, die bis jetzt hier vorgespult haben und gesagt haben, oh, da passiert was, die rufen wohl wen an. Das ist was Spannendes. Das ist was, wo die Leute jetzt aufmerksam werden, wo sie anhalten, Soundcloud, Podcast.de, wo auch immer wir laufen. iTunes? Ich habe jetzt mal Massage, Kontakt. Ziehen wir nicht die iTunes-Podcast-Branche total in den Dreck, wenn wir da laufen? Wenn wir da in einer Reihe stehen mit anderen Podcasts, die das wirklich ernst meinen? Ich rufe die Massagesessel-Hotline an. Es gibt tatsächlich eine Massagesessel-Hotline. Aber mach bitte auf laut. Hallo. Okay, wir hören mal rein. Ja, man muss auch dazu sagen, dass es 7:30 ist. Also wirklich nicht die Zeit für Hotlines oder dafür, dass überhaupt... Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Martin Weber hier, mein Name. Ich hätte eine Frage zu Massagesesseln. Bin ich da richtig bei Ihnen? Da muss ich mal schauen. Also bei mir jetzt... Ist das nicht die Massagesessel-Hotline? Hallo? Ja, ich schaue hier gerade nach. Kleinen Moment. Kein Problem. Ich kann gerne Ihre Anfrage aufnehmen. Ja, es wäre erstmal nur eine Frage. Ich bin ja erstmal froh, dass wir Sie erreicht haben. So spät erreicht man eigentlich kaum noch jemanden. Wir haben schon bei Obi angerufen und so. Mein Kollege Gustav Schleicher ist auch hier. Hallo. Und zwar haben wir die Frage, und zwar, was sind denn so die generellen Zielgruppen von Massagesesseln? Welche Altersgruppen kaufen denn am ehesten Massagesessel? Haben wir uns gefragt. Also wie gesagt, Sie sind jetzt bei mir nicht in der Hotline gelandet. Was glauben Sie denn? Solche Fragen beantworten kann. Ich kann es gerne weiterleiten an unseren Kundenservice und dann einen Rückruftermin vereinbaren. Ja, das wäre sehr gut. Könnten Sie uns weiterverbinden? Am besten jetzt zurückrufen. Leider nein. Haben Sie da vielleicht eine persönliche Meinung dazu? Was glauben Sie denn? Also, darauf kann ich mich jetzt auch nicht einlassen. Also wie gesagt, ich vermerke gerne einen Rückruf und man will sich... Na gut, Sie müssen jetzt nicht so eine Schärfe reinbringen. Ich habe nur gefragt... Naja, ich meine nur, weil ich überlege gerade zum Thema Weihnachtsgeschenke, ob das in Ordnung ist, Sie sind jetzt aber bei mir lediglich in der Anrufannahme gelandet, ja? Ach so. Ja. Also gut, aber meinen Anruf haben Sie jetzt angenommen. Wie geht's jetzt weiter? Wie bitte? Und
Unter welcher Sie müssen mich auch mal ausreden lassen. Entschuldigung. Unter welcher Nummer wären Sie dann zu erreichen, Herr Sieber? Das ist die 017. Aber meinen Sie, also meine Mutter ist 52 Jahre alt. Meinen Sie, das ist ein gutes Geschenk, ein Massagesessel? Oder ist das zu alt? Ist das zu technisch? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Mutter technisch bewandert ist. Ja, nicht so. Deswegen ist das, man will ja dann, dass es auch benutzt wird. Ne? Wenn das dann nicht angenommen wird, ist das ja immer irgendwie blöd. Ja, ich kann Ihnen aber dazu jetzt, wie gesagt, keine Aussage machen. Würden Sie sich denn über einen Massagesessel freuen? Wie alt sind Sie denn? Ich persönlich schon, ja. Ja, wirklich? Herr Lieber, wir können das doch jetzt hier nicht diskutieren. Also ich habe Ihre Anfrage jetzt aufgenommen. Ich leite das an unseren Kundenservice weiter und Sie können natürlich auch zeitgleich immer mal eine E-Mail schreiben. Soll ich Ihnen meine E-Mail-Adresse ansagen? Wie alt sind Sie denn? Also jetzt nur als Vergleich zu meiner Mutter. Herr Weber, ich werde mit Ihnen jetzt nicht weiter darüber reden. Okay, Entschuldigung. So. Möchten Sie eine E-Mail-Adresse? Das wäre sehr freundlich, ja. Ja, das wäre... Und da erreiche ich Sie direkt persönlich? Da erreichen Sie mich nicht persönlich, da erreichen Sie auch einen Kundenservice, ja? Okay, aber ist so vom Altersrahmen so 20 bis 30, 30 bis 40, nur so das Jahrzehnt? Grob. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Leute diese E-Mail erreichen wird, Herr Weber. Aber Sie. Ich weiß überhaupt gar nicht, was ich antworten soll auf Ihre Fragen. Sie fragen mich, wie alt ich bin. Sie fragen, ob ich einen Massagesessel haben möchte. Ich verstehe so ganz, das ist ein ganz absurdes Gespräch, was wir hier gerade führen. Nein, aber nur als Vergleich. Und ich leite jetzt Ihre Anfrage, ob der Zielgruppe dieser Massagesessel gerne weiter und lege jetzt auf. Ja, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, Herr Weber. Ebenfalls. Auf Wiederhören. Frohe Weihnachten. Danke. Was ist das denn? Die hat aber schon einige Anrufe angenommen, glaube ich. Naja, gut, wo bist du denn da gelandet jetzt? Es ist immer halb. Naja, gut, das möchte ich. Wir haben einen Großteil wahrscheinlich rausgepiept von den Sachen, weil wir natürlich auch keine Erlaubnis haben, das auszustrahlen. Aber. Uiuiuiui. Mensch, aber ist das. Also, diesen Job will ich nicht haben. Du hast die Massagesessel-Hotline angerufen und du bist gelandet bei einer Frau, die uns keine, aber auch gar keine Auskunft geben wollte über Massagesessel, die Massagesessel noch niemals gut findet, glaube ich. Die Anrufannahme, das ist aber einfach die gröbste Bezeichnung für irgendwas überhaupt. Frau, von denen unsere Eltern erzählen und unsere Großeltern erzählen, die damals mal die Anrufe weitergeleitet hat, so eine ist es, glaube ich. Ja. Die alle Anrufe der Welt annimmt, die nicht zu bestimmten Wegen. Ich fand's auch gut, dass du auch versucht hast, dich ins Gespräch einzuarbeiten. Ich hab's nicht geschafft. Aber das Handy ist 2 Meter von dir entfernt. Was sie gehört hat, ist irgendein Trottel im Hintergrund, der irgendwelche Fragen stellt. Frag sie doch mal. Ich glaube, sie wollte auch gar nicht noch ein Gespräch haben. Ich glaube, sie war mit dir schon überfordert. Ich glaube nicht, nein. Boah, die war sauer. Die war richtig sauer. Massagesesseln. Aber warum? Ich verbinde mit Massagesesseln immer sehr genau, immer diese Frau, ja. 52 Jahre alte Frauen. Aber warum? Also habe ich irgendwas Falsches gesagt? Man fragt Frauen nach dem Alter. Ja, sie kann ja grob sagen, sie hat ja mein Dilemma verstanden. Ich glaube, sie kann ja sagen, ja, ich bin 40, mir gefällt's, aber ob das einer 50-Jährigen gefällt, weiß ich nicht. Das war so eine Frau, die bei Radio Scherzanrufen, glaube ich, gerne genommen würde. Ja. Glaube ich schon mal mindestens zweimal genommen wurde. Enjoy. Weil die alle Anrufe der Welt Enjoy, annehmen. Meldet euch. Ich leite die Nummer weiter an euch. Das ist, glaube ich, eine Goldgrube. Ja, das, nein, einfach, das, einfach, das piep ich alles raus. Ich weiß, das funktioniert aber nicht. Aber damit du ein bisschen Arbeit beim Piepen hast, sage ich nochmal ein paar Mal. Auch im Laufe des Gesprächs werde ich noch ein paar Mal sagen. Meine Herr, ich hab echt ein schlechtes Gewissen jetzt ein bisschen, oder? Wollen wir nochmal anrufen? Wir entschuldigen? Nein, das ist echt, das ist zu assi. Wir landen mit Sicherheit woanders. Das ist zu assi. Wenn, dann rufst du nochmal an. Ich will gerne wissen, ob alle Kollegen bei ihr so sind. Nein, das ist die wahrscheinlich die Einzige, es ist 7:30, da ruft kein Mensch mehr an. Das war auch die Frau eben, die Frau, bei der wir eben gelandet sind. Ja, glaube ich, der würde ich privat, schau mal, die schaut die Sendung nicht, die wir gut finden, die schaut die Sendung nicht, die wir machen zum Teil. Die hört das Podcast, schau nicht diese Frau. Gute Frage. Aber die kann ich ihr nicht stellen, weil sie sonst ausrastet. Ich würde sie doch mal fragen. Dilemma. Nein, das ist dann schon Belästigung. Da finde ich, geht's zu weit. Dann lass uns woanders anrufen. Ich finde, wir sind ein moralischer Podcast, wir haben eine ethische Verpflichtung, auch unseren Zuhörern gegenüber, aber auch. Ich werde angerufen. Oh, ist es der Rückruf? Ist es der Rückruf? Oh, wenn es jetzt schon kommt. Hallo, guten Tag. Hallo? 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 Ah. Sie haben angerufen. Richtig, Martin Weber hier, mein Name. Ich habe eine Frage zu Massagesesseln. Ja. Und zwar würde mich interessieren, welche Altersgruppen sich denn vorrangig für Massagesessel interessieren? Also was ist da so die Zielgruppe? Weil ich überlege gerade, welche zum Thema Weihnachtsgeschenke, ob das was wäre für meine Mutter. Okay. Ja, das
aber Sie können eben grundsätzlich sagen, meistens besser situierte Leute, nicht gerade um die 20 oder 25, also wir haben schon... Moment, was, polierte Leute? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Besser situierte Leute. Situiert, okay. Also älter. Also alt. Besser verdienende. Ja, so die geburtenstarken Jahrgänge beispielsweise im Moment ganz stark, ne? Reden wir beide von Massagesesseln? Welche Jahrgänge waren das? In Deutschland die geburtenstarken Jahrgänge werden Sie doch kennen. Die Babyboomer-Jahre kennen wir nicht? Ja, doch, natürlich. Die haben Anfang der 70er haben die Pampers groß gemacht. Und Mitte der 70er wurde Spielzeug gebraucht, Playmobil, Lego. Und heute tun die Leute was für ihre Gesundheit. Verstehe. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass meine Mutter das nicht ganz annehmen wird. Die sagt dann, das höre ich häufiger. So, das ist zu technisch, das brauche ich nicht, das wiegt 8 Tonnen. Wie soll ich das mit dem Lifter, Treppenlift, die Treppe hochkriegen? Und ne, das will mir natürlich nicht lieb, wenn das dann auch nicht angenommen wird, das Geschenk. Ja, dann müssen Sie da mit ihr vorher rüber sprechen. Ja, das ist ja die Überraschung kaputt. Das soll eine Überraschung sein. Ja gut, ich meine, worauf wollen Sie jetzt im Haus, wenn Ihnen das Geschenk nicht gefällt? Wollen Sie Rückgabe, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich meine, Sie haben ja Erfahrung. Sie sind ja wahrscheinlich schon zu Ihren guten 20, 30 Jahren im Business. Was Sie für Erfahrung gemacht haben? Ob das bei älteren Damen häufiger auf Ablehnung schlägt? Nein. Ich habe damit so gesehen keine Erfahrung, weil die Leute, die zu uns kommen und die sowas kaufen, die wissen, dass sie sowas wollen. Und das sind Kunden, die wirklich sich umfassend in der Regel im Internet so informiert haben. Aber dass jemand sagt, ich möchte sowas eigentlich nicht haben, aber ich kaufe es trotzdem. Nee, also die Leute, die zu uns kommen, die wollen es ja haben. Also Sie würden sagen, Sie würden mir von einem Geschenk eher abraten? Das ist ein zu großes Risiko. Das habe ich damit nicht gesagt, das müssen Sie für sich alleine entscheiden. Na gut, aber wenn es nicht oft als Geschenk gekauft wird, hat das ja seinen Grund. Nehme ich mal an. Der beste Verkäufer. Das habe ich nicht gesagt. Ich sage, ich habe keine Erfahrung damit, ob das als Geschenk dann vielleicht auch nicht gut ankommt. Vielleicht ein Gutschein. Da ja der Ehemann dann schon vorgefühlt oder so. Ein Gutschein können Sie natürlich von uns ein Gutschein bekommen. Ist natürlich immer ein sehr langweiliges Geschenk. Ich will ja auch, dass die Mutter was zu spielen hat an Weihnachten. Ja, wo ist denn Ihre Mutter zu Hause? Auf dem Land. Das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. In welcher Stadt? In Brunsbüttel. Ja, okay, das sind natürlich von uns. Ich meine, wenn Sie sie mal ins Auto packen würden, gut, dann ist die Überraschung wieder hin. Aber Brunsbüttel natürlich bis zu uns, ja, fast 300 Kilometer. Ach, Sie meinen, dass man die Fahrt zu Ihnen auch schon als Überraschung verkauft? Da könnte ich Ihnen ja sagen, wir fahren irgendwo anders hin, in die Therme, schön. Und dann fahren wir eigentlich zu Ihnen. Da werden die Augen, glaube ich, groß sein. Und dann suchst du sich bei uns einen Sessel aus. Und könnten Sie dann auch da so ein bisschen für eine Überraschung sorgen? Also, dass man dann so ein bisschen den Geschenkfaktor dann irgendwie schon da vorzieht, dass dann heißt Überraschung. Vielleicht auch so ein Tuch hat über dem Sessel. So ein Tuch, irgendwie so Luftballons oder sowas. Ginge das so ein bisschen eventmäßig? Nein. Wir sind reiner Versender. Wir machen das im sehr großen Stil. Bei uns gehen jeden Tag zig Sessel raus. Wie viele gehen denn bei Ihnen raus? Soll das jetzt ein Witz sein oder was? Nein. Wie viele Sessel bei uns am Tag rausgehen? Nein, wie viel Einkommen Sie auf 1 Euro genau im Monat verdienen? Nein, um Gottes Willen, so war das nicht gemeint. Es würde mich nur interessieren, weil ich den gemeinen Massagesessel als nicht so verbreitet ansehe. Ich dachte, es wäre eigentlich eher ein exotisches Gut. Irgendwie bei Verstehen Sie Spaß oder so bin ich jetzt nicht, oder? Jetzt nein, überhaupt nicht. Nein. Nein, überhaupt nicht. Sie kennen das ja, irgendwie Weihnachten kommt immer näher und ich will natürlich irgendwas meine Oma suchen, aber es soll halt auch was Schönes sein. Ja, also Sie können gerne nach Terminabsprache bei uns in der Firma vorbeikommen, aber Luftballon lasse ich da nicht steigen und mache auch kein Konfetti und solche Geschichten. Aber Sie würden sich jetzt zum Beispiel über einen Massagesessel freuen, wenn ich Ihnen den jetzt schenken würde? Ich würde mich nicht freuen, weil ich habe schon 2 zu Hause und habe jeden Tag 40 bei mir in der Firma in der Ausstellung stehen. Okay, verstehe. Aber jetzt Sie sind irgendwie ein Meeresbiologe oder sowas und haben nichts mit Massagesesseln zu tun, würden Sie sich dann trotzdem noch wieder freuen? Okay, Sie haben mir die Fragen auch... Also, es gibt ganz viele Anbieter für Massagesessel. Rufen Sie bitte da an und fragen da. Wunderbar, vielen Dank für die Hilfe. Kennen Sie denn die Dame, die uns hier weiter verbunden hat? Bitte? Die Dame, mit der wir erst gesprochen haben, kennen Sie die? Ich lege jetzt erstmal auf, ja. Erstmal. Okay, gut. Danke. Vielen Dank. Schöne frohe Weihnachten.
Meine Herren. Was ist das denn für ein Laden? Was ist denn für ein scheiß Laden, ey? Was ist das Einstellungskriterium? Chronisch schlechte Laune. Was ist das denn für ein Laden? Aber das ist ein Scheißverkäufer. Das ist wirklich ein Scheißverkäufer. Das muss man echt mal sagen. Massagesessel. Ja. Und das trägt, solche Leute tragen nicht dazu bei, dass Massagesessel ein besseres Bild in der Öffentlichkeit haben. Was? Stopp doch mal! Ey, wenn die dann laut werden. Aber eigentlich, ich verstehe es auch irgendwie, dass die Fragerei nervt. Aber ich habe mich tatsächlich falsch verhanden, weil... Was? Wenn jemand laut wird, muss man auch laut. Ist neben dem Auto gestartet. Ja, kommen sie schon. Aber fand ich auch gut. Sagt, ja, da fahren sie die zu uns. Na gut, dann ist die Überraschung natürlich auch weg. Da hat er recht. Er hat mitgedacht. Wenn man irgendwie, gut. Wenn man 8,5 Stunden im Auto sitzt, erst fragt die Oma schon mal, ja, wo fahren wir denn jetzt hin? Und dann kann man schlecht sagen, wenn man Glück Überraschung. Hat, schläft sie ein oder ist noch von Silvester so ein bisschen angezündet, noch vom Morphium aus dem Krankenhaus. Nee, bisschen also, betäubt. Ich muss mal echt sagen, erst dachte ich, wir hatten einen Pfiffigen am Apparat, wo er auch meinte, wo er mitgedacht hat, dann können sie die mitbringen zu uns. Genau, lösungsorientiert. Ist, ja. Obwohl es so ein Versand ist, bringen sie die mit her und wir machen da was und dann kann sich das angucken. Ja. Und dann am Ende ist er so abgedriftet. Mhm. Der Meeresbiologe war zu viel. War zu, ja, ich, ja, ah, scheiße. War drüber. Ja, aber da war es eh schon gefallen, das Gespräch, glaube ich. Ich glaube, das war der Mann von der Frau, die uns verbunden hat. Nein, aber die erste Frau war doch wesentlich jünger. Ich kann extrem schlecht Alter schätzen. Wie alt war der denn jetzt? Der war doch um die 50, oder? Er war 52. Und sie? 42. 42 hätte ich wesentlich jünger geschätzt. Echt? Ja, unter 30 sogar. Nein, da kam dieser... Doch, die hatte... Nein, da kam dieser Oberlehrerton. Da kam dieser Oberlehrerton. Naja gut, aber als sag ich mal, Hotline-Typ, wenn du mal 5 Jahre in einer Hotline sitzt, hast du da auch schon einen gewissen Ton drauf und weißt, wie du mit den Leuten umgehen musst. Das war so eine Frau, der, sagen wir mal, läuft in der Ehe nicht mehr ganz so gut. Oho. Die hat schon angefangen. Wird sie sexistisch? Nein, die hat dann angefangen. Da wird es ein bisschen sexistisch gerade. Nein. Bei dem Mann läuft es auch in der Ehe nicht so gut. Aber bei ihr, da kommt schon jeden Abend gießt sie sich ein, so ein Chantre oder so rein. Der Mann ist nicht mehr, der Mann, Aldi. Sie befürchtet, dass der Mann auch irgendwie auswärts ein bisschen aktiver ist als bei ihr. Ich verstehe schon. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich will es jetzt nicht sagen. Wir kennen unsere Zielgruppe noch gar nicht. Diese Bibi und Tina Filme, die es jetzt gibt, sind unglaublich strange. Es sind ja nur minderjährige Mädchen. Und Olli Schulz. Und die haben alle Reiterhosen an in dem Film. Mhm. Und es gibt kontinuierlich Booty Shots. Buttshots. Von den Mädchen? Mega. Und die sind einfach noch teilweise so 14, 12, 14 Jahre alt. Und es gibt so offensichtliche Arschshots einfach von denen. Mhm. Das ist so furchtbar. Und dann gibt es ja auch diese Mädchen gegen Jungs, Jungs gegen Mädchen Filme, wo dann Phil Laude mitmacht und Olli Schulz. Was auch eine merkwürdige. Also da denkt man sich, entweder ist Phil Laude jetzt cool oder Olli Schulz nicht mehr cool. Ja, ganz seltsam, ey. Das sind richtig strange Filme. Ja. Diese voll verhext Filme. Und dann ziehen plötzlich alle Jungs so ihre Shirts aus und es alle schwitzen und dann gehen alle in den See. Und das ist so, das sind richtig versexte Filme. Aber meinst du, also ich meine, die Medienbranche ist ja ein hartes Business, ne? Das wissen wir ja. Und dass da wirklich harte Hunde agieren, das wissen wir. Wenn wir eins wissen. Und glaubst du nicht, dass irgendwo in irgendeiner deutschen Produktionsfirma, wenn man sagt, man weiß, ja, wenn wir den Pedofaktor um 1% hochdrehen, dann machen wir gleich so und so viel 1.000 Euro mehr Umsatz. Und die sich manchmal sagen, manchmal lohnt es sich, den Pedodreher nochmal leicht anzuhauchen, weil man einfach weiß, dass es so funktioniert. Ich habe neulich zum ersten Mal vom Begriff Gaybaiting gehört. Das ist nämlich, um Minderheiten anzusprechen, weil Minderheiten stürzen sich manchmal auf Dinge. Und dann machen die in den Communities, die sind eng vernetzt und machen die deshalb groß, Dinge schnell. Ja. Und deswegen gibt es den Begriff Gaybaiting, weil dann wird das halt getriggert. Es gibt keine offensichtlich schwule Beziehung in einem Film oder so, aber so halb. Damit man diese Minorität anzieht, dass die einfach sich darauf stützen und das gut finden. Oder zumindest nach Trailern das Gefühl haben, das ist ein Film für unsere Minderheit. Und die dann diesen Film gucken und unterstützen wollen, aber dann merken, okay, das ist wie Clickbaiting, nur für Schwule halt. Ist das nicht, das ist mega fies. Und es gibt bestimmt auch Pedobaiting auf irgendeine Art. Ja, klar. Das ist gemein. Gemein, aber. Aber ist es nicht klüger, eine Mehrheit zu triggern als eine Minderheit? Also rein marketingtechnisch. Ja, aber sind wir nicht alles irgendwie Leute von Minderheiten? Sehr gut. Füll das mal aus. Und sind große Minderheiten nicht besser vernetzt untereinander und sterner stärker? Sind Mehrheiten nicht nur einfach große Minderheiten? Ja. Ja, das ist nicht schlecht gesagt. Ja, aber es stimmt schon. Aber zum Beispiel Smithers von den Simpsons war die erste schwule Cartoon-Figur. Auch nicht offen schwul, aber wurde tatsächlich deswegen auch gehypt. Die idyllische Graslandschaft, natürlich, der Grasberg mit dem Dab-Down-Himmel von Windows, kennt jeder, wirkt so ein bisschen wohnlich, wirkt gemütlich,
Niemand weiß genau, wo das ist. Sieht auch, ich finde, es wirkt immer so ein bisschen unwirklich, so wie sie diese Teletubby-Welt. So diese Hügel, wo dann irgendwie der Horizont verschwindet unter diesen ganzen Hügeln. So. Ich fand diese Teletubby-Welt auch immer so ein bisschen gruselig. Also gerade in der Ferne. Also die war ja in der Nähe schon extrem verstörend. Ja. Aber ich fand gerade die Ferne immer so beunruhigend irgendwie. Dass es nicht so, dass man nicht weiß, sind da nochmal andere Teletubbies? Oder kommt da nochmal eine Stadt irgendwann? Oder ist da einfach gar nichts mehr? Es ist so, als hätten so ADHS-Menschen sich eine Serie ausgedacht, weil da sind so viele Ideen drin, die null zusammenhängend sind. Und das ist so, ich stimme vor, da war jemand im Raum, hat gesehen, okay, da ist ein Baby, da ist eine Sonne, alles da, Baby in der Sonne, alles da. Dann okay. Sind ganz viele kleine Menschen, die haben Antennen auf dem Kopf und haben Bildschirme drauf. Und dann können die miteinander, der eine hat einen Roller, der andere hat einen Ball, der andere hat einen Zylinder auf die ganze Zeit. Dann gibt's dann Staubsauger, alles da, Staubsauger. Dann gibt's dann Pudding, alles da, die machen jeden Tag Pudding. Toast, du warst Toast, ne, Tabby Toast, Tabby Toast, verdammt, heißt das. Teletubbies, warum bin ich da eher drauf gekommen? Okay, alles ist grün, wie mein Bildschirm im Hintergrund. Und sie haben Staubsauger, der kann sprechen, und gibt ihnen mal Aufträge. Nunu, das Baby schreit Nunu, die ganze Zeit. Nanu, und die Zuschauer schicken irgendwelche Sachen ein, die dann auf den Bäuchen von den Sachen gezeigt werden. Alles klar, dann kommen verschiedene Kopfhörer hoch, so Lautsprecher, die ganze Zeit wie so Propagandamaschinen aus dem Dritten Reich erklären, was zu tun ist gerade. Die Teletubbies hören natürlich drauf. Einer heißt Dipsy. Dipsy, Lala, Bumbo, Popo. Und Kniepel. Alles klar. Nee, Kniepo ist schwarz. Zwei sind männlich, zwei sind weiblich, einer ist homosexuell. Puh, alles klar. Haben wir's, oder? Wir melden uns bei Ihnen. Ja. Aber genauso wirkt das einfach. Ja. Es ist wirklich ganz schön verstörend, diese Welt. Ja, aber es ist ja keine Welt so. Das ist so, bei anderen Serien hat man so das Gefühl, man ist so in so einer Welt verankert irgendwie so. Du weißt, okay, was könnte da sein, und man verlässt auch manchmal den Ort oder sowas. Aber Teletubbies nie. Du bist immer nur in deren Haus. Kann da mal und da kommen auch irgendwie, woher kriegen die diesen Pudding so? Wer produziert den? Ist es so eine, also wo kommen die ganzen Geräte her? Hat das jemand den gebaut oder gegeben, oder haben die das selber gebaut? Aus nichts, aus nur Gras. So, das ist so ganz verstörend irgendwie. Das ist wie so ein, Wie so ein Experiment. Manchmal glaube ich auch, genau, es sind vier Aliens, die mit ihrem Roller im Zylinder und dem Ball auf der Erde gelandet sind. Hat man gedacht, okay, wir beobachten die jetzt. Ja, wir gucken mal, was passiert. Gucken mal, was passiert. Und dann hat man diese Kinderserie darum gestrickt, um es möglichst offensichtlich zu vertuschen. Ach, du meinst auch, das war gar keine Serie, sondern eher eine Documentary, sowas. Also ja, es war eher, es fing an als Documentary und endete als Serie. Und da hat man denen halt immer dieses Zeug gegeben, was man mal im Raumschiff gefunden hat. Lala ist ja gestorben. Lala ist ja Krebs gestorben, wurde dann durch einen Schauspieler ersetzt. Und irgendwann, mittlerweile sind es nur noch vier Schauspieler. Aber es waren halt, was man bei Wikipedia nachlesen kann, es war noch wirklich so eine Ballerina war in den einem Kostüm. Es waren wirklich einfach gute Tänzer. So, also wahnsinnig hochbezahlte Tänzer, die so wirklich mit so einem künstlerischen Ansatz da rangegangen sind. Und haben die dann halt verkörpert. Und es wurde von so ein paar Pädagogen geschrieben, die halt versucht haben, möglichst viele Ideen möglichst kurz billig rein zu produzieren. Irgendwie. Ja, ist Lala Asiatin eigentlich? Wie bei mit Power Rangers, wo auch die Gelbe einfach Asiatin ist. Und der Schwarze schwarz. Und der Schwarze schwarz. Und der Blaue der Indianer rot. Andauernd besoffen ist. Hey! Hey! Ja. Das sind fünf High Fives. Okay. Richtig gute Gags. Der Rote bam, ist Indianer. Bam, 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 bam. So, es ist wirklich ganz, ganz klassisch. Ja. Genau. Und der Weiße ist der Super Power Ranger, der am stärksten ist. Der alle immer retten muss. Das ist eine Blonde, ne? Nee, das ist ein Typ mit langen Haaren. Ein Dude. Dude. Echt? Ja, der weiß mit goldenen Teilen. Wer wärst du am liebsten? Rot. Immer rot. Gab es hier so einen rosa Power Ranger? Pink Ranger, ja, das war das Mädchen. Natürlich. Ja. Natürlich. Muss das Mädchen wieder pink haben. Kann auch als einzige nicht mit dem Technikkram umgehen, die wir haben. Darf nie das Auto fahren. Oh Gott, ey. Es ist so. Macht immer die Sandwiches für die anderen Power Ranger. Es ist so durchschaubar. Und kriegt die ganzen Power Ranger-Kinder. Ach, Power Ranger habe ich geliebt als Kind. Nee. Das ist der weirdeste Scheiß ever. Ich kann mich noch wirklich an Nachmittage erinnern, wo mein Freund und ich, wir einfach auf der Wiese waren, einfach nur Luft geboxt haben, die ganze Zeit und gekämpft haben und wirklich wie in einem Anfall durch die Gegend gelaufen sind. Ja. Und uns vorgestellt haben, wir kämpfen gegen irgendwelche Monster. Und dann so, okay, wollen wir das was Pudding essen und so. Und dann einfach, das war der Nachmittag, einfach 4,5 Stunden durch die Gegend boxen und dann isst du ein Pudding und dann gehst du heim. So, das war's. Ich habe oft die Powerpuff Girls geguckt. Ja, aber die kam ja später. Man muss ganz, ich bin noch ein bisschen jünger dazu, aber man muss echt dazu sagen, dass das ist wirklich, dann lief ja einfach einen Nachmittag lang bei RTL 2, lief nur Powerpuff Girls. Ja. Oder Togo oder was das war.
Super RTL. Mhm. Aber es waren wirklich also ewig lang und es ist einfach eine Serie, die einen bekloppt macht. Die, das andauert nur eine Schreierei, dann diese seltsamen Figürchen, die eine seltsame Geschichte, alles nur mega schnell, alles in doppelte Geschwindigkeit abgespielt, glaube ich. Das macht einen, glaube ich, wahnsinnig als Kind. Ich war damals in Buttercup verliebt. Das war eine sehr anstrengende Romanze. Aber sie ist ganz nett. Professor X hat die dann, wie war das die Geschichte nochmal? Mit dem Trank. Er hat einen Trank gebraut. Die dann nee, der wollte ja kleine Kinder erschaffen, kleine Mädchen. Er wollte sich ja drei kleine Mädchen erschaffen für sich. Und dann ist aus Versehen irgendwie die X-Flasche mit reingefallen. Immer diese Sachen, die dann immer reinfallen, direkt neben dem großen Topf stehen, wo man die Kinder gerade baut. Und dann haben die Superkräfte bekommen. Ja, und fliegen dann durch die Gegend. Und wurden dann noch von einem radioaktiven Elch gebissen, aber das sieht man. Das ist erst in Staffel 2 relevant. Genau, was kam das dann? Da kam dann diese ganze Elch-Storyline, oh, die das wieder Gott, ganz war. Die mich genervt. Alter, und dann die alle. Und dass plötzlich Spider-Man ab Staffel 3 eine Major-Rolle spielt. Ja, dann hatten die alle Elchkräfte und so und konnten dann irgendwie so Brunft schreien. Was passiert, wenn eigentlich ein Spider-Man dich beißt? Oh, das ist eine gute Frage. Dann habe ich. Bin ich Spider-Man-Man. Ja. Es gibt ja auch dieses Gerücht, dass Enten kein Echo erzeugen. Dass Entenquaken kein Echo erzeugt. Echt? Aus irgendeinem abgefahrenen Grund, dass jedes Geräusch der Welt erzeugt ein Echo, außer Entenquaken. Das ist ein Ding. Das habe ich mal bei Mythbusters gesehen. Ich kann mich aber nicht erinnern, ob der Myth gebastelt wurde oder nicht. Weil meistens kommt dann Werbung, man schaltet um. Weil man doch ja, genau, bei Mythbusters nur durch komische Seppen landet immer. Ich habe mal eine andere funny Tier-Story. Ich habe gehört, dass Hummeln gar nicht fliegen dürften. Ja. Weil die so groß sind und so keinen Flügel haben. Aber genug, aber das aus, doch auch so genug so aus dem Tierreich. Ah, das hat doch irgend so ein Siebtklässler ausgerechnet, oder so. Nach meiner Rechnung könnten, also rechnet Dinge aus, nein, die einfach so nicht sind. Der Mond ist größer als die Sonne. Nee. Bei mir kommt wieder eine Formel raus. Hummeln dürften gar nicht existieren. Was hältst du von folgendem Star Wars Sketch? Dass die ein Konzert spielen, aber alle sauer sind, dass sie nur einen Song haben. Du meinst so wie bei Family Guy? Ja, 1:1 wie bei Family Guy. Ah, das war, also um nochmal an die besten Gags zurückzudenken, das war einer der besten Gags aller Zeiten. Die Vorstellung, Episode 4, also die Story, ne, Junge in der Wüste, trifft so einen alten, mysteriösen Mann, er zeigt ihm diese Zauberkraft, er zeigt ihm das Lichtschwert, er will in die Welt hinausziehen, um fantastische galaktische Abenteuer zu sehen. Sie gehen in diese Bar, wo diese Band im Hintergrund spielt und ab dann verfolgt die Handlung und die Kamera nur noch diese Band. Wie sie ihre eigenen, bei einem Agenten sitzt und einen neuen Deal aushandelt und irgendwie ein Albumcover schießen muss. Und der eine hat wahnsinnige Drogenprobleme. Der eine wahnsinnige Minderwertigkeitsprobleme. Das genau, steht auf die Freundin vom Keyboarder. Der neue Song kommt nicht an, aber er will seine kreativen Visionen durchsetzen. Und die macht aber immer so eine Rolle spielt, aber immer so eine untergeordnete. Ja, so dass bei einem Auftritt so ein besoffener Jedi mal irgendwie das Keyboard zerstört hat, aber so eine ganz uncoole Rolle spielt, aber noch oder, da ist. Oder einmal in so einem Raumschiff sieht man im Hintergrund, wie Luke im Raumschiff so vorbeifliegt oder so. Im Hintergrund wird sie die Story erzählt. Man sieht so, das ist die eigentlich bessere Story, aber ich schaue mir jetzt diese auch Story so, hier ich an. Ich habe neulich gerade. Ich habe irgendwie aus Spaß habe ich mir so ein PlayStation-Spiel gekauft, wo man gegen andere kämpft und als Batman und Joker, das heißt Injustice. You wouldn't download a car. Das war auch gut, diese Raubkopier-Werbekampagne damals. Mittlerweile hat man das ja komplett aufgegeben, ne? Gegen Raubkopierer irgendwie zu warnen oder so. Aber damals in den 90ern, als es aufkam irgendwie, you wouldn't download a car. I would if I could. So what? If I could download a car, maybe I would do it. Ach, das ist auch immer so. Was ist das für eine dumme... Nicht versteht, weil die Idee an Raubkopieren ist ja, du klaust etwas, ohne es jemand anderem wegzunehmen. Das ist ja das moralische you Problem an Raubkopieren. You wouldn't download a car. You wouldn't steal a car. Nein, weil das ist ja klauen, weil dann hat der andere ja kein Auto mehr. Das ist moralisch eine ganz andere Sache, als wenn ich irgendwie was klaue. Niemand fehlt was, aber dafür ist irgendwie die Filmindustrie geschädigt. Der erste Einsendung von Thema Kindheitsstories, die wir bekommen haben, ist von Henry, Entschuldigung. Henry, boost your moderation skills. Und zwar haben wir hier einen Dialog bekommen von Henry. Und, Booster macht schon die Anmoderation kaputt. Booster steht uns im Weg. Diese Moderation wurde präsentiert von Booster. Die erste Geschichte von Henry aus dem Lesetagebuch zum kleinen Hobbit. 5. Klasse. Anscheinend hat Henry in der 5. Klasse. Komm, wir müssen am nächsten kommen. Ich finde das so lustig.
dass wir diese scheiß Energy-Drinks trinken und wir haben die ganze Zeit auf. Müssen einfach. Und es einfach wahnsinnig uns einschränkt. Wir kriegen das nicht mehr bezahlt. Wir tun diese Scheiße ja, freiwillig. Das Einzige, was uns beim Moderieren wirklich stören würde, ist Kohlensäure. Und das ist eine nette... Das ist so, Henry. Jedes Mal einfach halb übergeben. Also, Henry hat anscheinend in der 5. Klasse den Hobbit gelesen und es gab dazu einige Hausaufgaben. Außerdem sollten sie ein Lesetagebuch schreiben und da hat der gute Henry ein fiktives Interview geschrieben. Ja, ganz kurz, wir müssen nochmal kurz die Rubrik erklären. Wir lesen Kindergeschichten vor, weil wir finden die, wir haben das letzte vor ein paar Wochen mal gemacht, wir haben Kindergeschichten vorgelesen, weil wir das lustig finden, wie Kinder frei denken, wie sie die Aufgaben, die ihnen gestellt werden, nutzen können, um funny Stories zu sagen, erzählen. Und deswegen... haben wir an euch appelliert, an die Kindheitserinnerungen und Kindersstories. Wir haben hier einen Dialog zwischen der Riesenspinne aus der Hobbit, Kankra, glaube ich, heißt sie, und einem Interviewer. Dann lese ich mal den Interviewer und du die Riesenspinne. Alles klar. Guten Tag. Können Sie mir bitte ein paar Fragen beantworten? Ja. Warum haben Sie die Zwerge und den Hobbit nicht einfach ziehen lassen? Wir hatten Hunger. Warum sind Bilbo, der Hobbit und die Zwerge davongekommen? Sie waren schlauer und der Hobbit war unsichtbar. Was werden Sie nun tun? Auf neue Opfer warten. Dankeschön und auf Wiedersehen. So großartig. Knallhartes Interview. Aber eine geile Idee, so den Bösewicht, weil ich glaube, in Hobbit ist ja, nee, da gibt es ja auch noch diese ganzen Sauron-Vorgänger und so. Auf jeden Fall aber ist die so Riesenspinne lustig. Ein großes Problem. Oder einfach diese Riesenspinne, die sich rechtfertigen muss. Was man ja immer denkt, so Bösewichte sind ja oft relativ doof in Filmen. Und einfach so, warum haben sie die zielen lassen? Ja, sie waren schlauer und der Hobbit war unsichtbar. So, ich bin auch nur eine fucking Riesenspinne. Ich bin auch eine Spinne, Leute. Der ist unsichtbar. Das ist ein Zauberer. Space-Zauberer kommen hier und irgendwelche magischen uralten Ringe. Ich bin eine Riesenspinne, okay? Ich bin im Grunde eine Spinne. Sorry. So lustig, aber auch wie höflich der Interviewer geblieben ist, obwohl er offensichtlich vor einem nicht verurteilten Mörder steht und sagt, Dankeschön und auf Wiedersehen. Genau, und was werden Sie nun tun? Auf neue Opfer warten. Alles klar. Dankeschön, alles auf klar. Wiedersehen, vielen Dank. Ich bin dann auch mal weg. Könnte sogar als Pointe gewertet werden, dass er dann das Interview abbricht. Tolle Idee, die da super geil. Und ich finde auch wirklich eine coole Art, einfach mit dem Lesestoff umzugehen, dass die Kinder da selber Sachen dazu schreiben sollen. Zum Beispiel, er geht's weiter, Tagebucheintrag von Smaug, der schreibt, liebes Tagebuch, ich, Smaug, werde heute noch zur Stadt im See fliegen und dort alles Leben auslöschen. Rrrr. Diese haben wahrscheinlich dem sogenannten Meisterdieb und den Zwergen geholfen. Zwerge. Rrrr. Ich hasse sie. Bitte passe auf meinen Schatz auf, liebes Tagebuch, bis bald. PS, ich fliege jetzt los. Gut. Erstmal sich seinem Tagebuch vorstellen. Finde ich super. Ich muss der erste Eintrag gewesen sein, offensichtlich. Ja. Ich glaube, er kam nicht so richtig klar damit. Muss man das analysieren? Ja. Ich glaube, er kam nicht so richtig klar damit, dass er jetzt Menschen eine ganze Stadt auslöschen will. Alles Leben, finde ich auch eine super geile Ausdrucksweise. Ja, genau. Und deshalb sich ein Tagebuch angeschafft hat, um das irgendwie zu verarbeiten. Ja. PS, ich fliege jetzt los. Ja, auch so gut. Also, ich pack's halt, ne? Ciao. Leute, mach's gut, ciao. Finde ich großartig. Einfach vor allem aber auch irgendwie moralisch nicht hundertprozentig rechtfertigt. Ich fliege in die Stadt, um dort alles Leben auszulöschen. Die haben wahrscheinlich dem sogenannten Meisterdieb geholfen. Und den Zwergen geholfen. Wow, ob das Zwerge. Moralisch ich hasse Zwerge. Sie. Aber auch gut begründet. Mit einem ja, ist schon nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. Bitte passe auf meinen Schatz auf, liebes Tagebuch. Finde ich auch sehr gut. Bitte, Tagebuch, pass auf meinen Schatz auf. Okay. Ich werde mein Bestes geben. Ich bin nur ein Riesentagebuch. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Die sind von Henry beide. Auf Bahnhöfen sind ja immer, gibt's ja diese Magazinläden, die ja tatsächlich richtig geil sind eigentlich. Also das ist ja ein Phänomen, das es natürlich immer weniger gibt. Und ich habe auch irgendwie eine Zeitung abonniert und ein Magazin, aber halt auf dem E-Book-Reader. Das heißt, ich muss nie wieder in so einen Laden gehen. Aber wenn man mal Zeit hat, gehe ich einfach mal gerne in so einen Magazinladen und blätter einfach mal durch, weil es ja unglaublich viele Magazine gibt. Das ist ja unfassbar. Für jeden Scheiß. Und ich habe mal so ein Grill-Magazin gelesen und da ist auch auf jeder zweiten Seite Werbung für bestell dein Fleisch im Internet und so. Und das ist halt so eine Hardcore-Gourmet-Grill und super perfekt und auf 1 Grad genau, wie stelle ich meinen Grill genau ein. Aber auch die scheinen irgendwie halbwegs zu unterstützen, dass man sich, oder halt die Zielgruppe scheint es auch anzunehmen, dass man sich Fleisch im Internet bestellt. Also die Zeit, wo man frische Sachen nur um die Ecke bekommen hat, ist auch vorbei. Ist auch vorbei. Ja, weil der Laden um die Ecke, der bekommt es ja auch geliefert. Also ist einfach, ja, eben, ist einfach klar, so, die natürlich. Kommen das ja auch nicht irgendwie, die fällt auch nicht, wird ja auch nicht plötzlich, kommt es da aus dem Boden oder kommt so, da die Kuh auch vorbei, geliefert ja. hin. Und das kann man da kann man dazwischen gehen. Aber was ich an diesen Zeitschriftenläden immer am interessantesten finde, ist, wie viele Zeitungen doch sehr ähnlich sind. Also diese ganzen Bild der Frau.
Frau, die Frau im Bild, Bild der Frau, Frau in der Welt, Frau in der Küche. Ja, und auch vom Format, ne? Also wenn du vergleichst, welche Leute da auf dem Cover sind und wie die Farben sind. Es ist immer das Gleiche. Dasselbe. Die Überschriften sind nur ein bisschen geändert. Es ist halt mal, das Wording ist ein bisschen anders. Aber die Bilder sind exakt die gleichen. Die Logos sind exakt die gleichen, mit der gleichen Schriftart, in dem gleichen Eck, in dem gleichen Format. Die Themen sind exakt die gleichen. Und es sind immer andere Redakteure, wo ich mich auch frage, was rechtfertigt denn jetzt deren Job nochmal? Ja, und vor allem auch die Themenaufteilung ist auch ähnlich. Also es gibt immer an der Seite, an der gleichen Stelle ist nochmal ein Sexthema in der Frauenzeitschrift. Wirklich immer auf der linken Seite, auf der zweiten, Richtung ähnlich. Auch. Und dann immer einmal nochmal irgendwie, so nimmst du 10 Kilo in einer Woche ab. Und zweites Thema, liebe dich so, wie du bist. Ja, es ist immer dieser essentielle Widerspruch jeder Frauenzeitschrift. Ist auch einfach genauso auf jedem Cover. Auf dieser Cover. Das ist einfach unglaublich. Das ist echt krass. Aber tatsächlich, diese Spezialthemen finde ich immer so krass. Ich habe einmal ein Schülerpraktikum gemacht im Deutschen Museum, in diesem großen Museum in München, und die haben und musste da auch tatsächlich irgendwie inhaltlich arbeiten und Sachen, Vorträge assistieren und sowas. Vorträge halten. Über Humor. Als Praktikant, ja. Und haben eine riesige Bibliothek, und in der konnte ich mich frei bewegen. Und das Geile ist, die haben aus irgendeinem Grund, also haben eine wahnsinnig große... Das klingt so, als irgendwie so ein Alleine wärst du plötzlich an so einem Zwinger. Es war tatsächlich so ein Radius, war tatsächlich sehr geil. A bis G kann er gehen. Ja, war tatsächlich sehr gut. Und die haben auch ein Magazinteil in der Bibliothek, ja. Also wahnsinnig, der auch jede Woche gewechselt wird, mit unendlich vielen Magazinen. Also wirklich, stell dir so die größte Bibliothek, die du dir vorstellen kannst, vor und ersetze einfach Bücher durch Magazine, wirklich reihenweise. Und du stehst einfach davor und denkst dir, what? Und die haben alles, jedes Magazin der Welt. Und es gibt allein, ich glaube, ich habe nachgezählt, gab zu dem Zeitpunkt zumindest 7 Magazine nur über Maschinengewehre. Nicht über Waffen, sondern über Maschinengewehre. Also ihr erinnert euch, das sind diese Dinger, die von 2 Mann benutzt werden, dass die auf so einem Stativ stehen, wo man irgendwie 30 Leute in der Sekunde töten kann. Die Teile. Gibt 7 fucking Magazine, wo man sich auch denkt, wer hat sowas? Man hat ein Maschinengewehr, dass man wirklich auch wöchentlich sagt, irgendwie, was schreiben die denn jede Woche da rein? Also das ist unfassbar, das ist echt unglaublich. Das ist echt eine gute Frage. Das ist, was schreibt man denn jede Woche rein? Ja, und vor allem, die schreiben ja auch voneinander ab. Ja, irgendwie. Waffen sind ja auch, also sind Dinge, die sich jetzt nicht so oft revolutionieren oder so. Vor allem eine Waffenart, die wird ja nicht jede Woche irgendwelche bahnbrechenden Neuerungen da haben oder so. Und irgendwann, so nach 10 Aufgaben hat man erklärt, wie die gereinigt wird, man hat erklärt, wo es die gibt, man erklärt, was man machen kann. Schießen halt. Ja, man erklärt, wo es sie gibt und erklärt dann auch mal, dass man sie in Deutschland einfach nicht besitzen kann. Es wäre geil, wenn auf dem Cover steht, wie man diese Waffe benutzt, wie man die neue AK-30 benutzt, sehen Sie auf Seite 13. Man stellt Seite 13 auf und steht einfach nur ganz groß, ja, schießen. Einfach schießen. Man muss einfach draufdrücken. Ja, oder wir leben in Deutschland, man kriegt sie nicht. Ja, forget it. Vergiss es einfach. Genau. Oder auch diese so sehr große Seiten, wo sehr groß draufsteht, ja, man bekommt sie einfach nicht. Einfach schießen oder einfach abdrücken. Das sind einfach so sehr große Seiten, wo sehr groß ein Wort draufsteht. Wir nehmen mal an, Abzug, aber da wir es selber nicht bekommen haben, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so, und dann gibt es auch irgendwie so ganz viele Fischer-Magazine. Und da gibt es auch ein Magazin nur für Karpfen. Karpfenmagazin. Da gibt es auch Karpf ist die Einzahl von Karpfen, oder? Karpf. Ein Karpf. Karpf, ja genau. Und dann gibt es auch Karpf des Monats. Ja, die krönen jeden Monat 9 Karpfen. Einfach als Karpfen des Monats. Und sich auch fragt. Leider gibt es nur 11 Karpfenarten. Ja genau, wo der Chefredakteur auch sagt, okay, 11 Karpfen, 1 Karpfen die Woche. Das heißt, wir gehen in 3 Monaten Konkurs. Alles klar. Bis dann, Leute, haut rein. Gebt nochmal alles. Also eine Idee, die offensichtlich nicht funktioniert. Genau, so eine Billard. Aber so eine Karpfenzeitschrift kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie das in der Redaktion abgeht. Irgendwie, ja, Hans, wie läuft's mit dem neuen Karpfenporträt über den Blaukarpfen? Ja. So einfach so ganz komische Gespräche, die man auch irgendwie in der Küche führt oder so. Aber wie viele Leute arbeiten daran? Oder was wollen die denn recherchieren die ganze Zeit? Ich meine, irgendwann hat man doch auch alles aufgedeckt im Karpfenbereich. Ja, vor allem, es ist ja nicht irgendwie so ein, es ist ja nicht so ein Biologie-Magazin, wo man jetzt sagt, irgendwie, wie pflanzen die sich fort, wie sind die aufgebaut, wie sieht die DNA aus? Das ist ja wahrscheinlich ein riesiges Thema, sondern es sind halt so Hobby-Karpfen. Einfach so der perfekte Teich oder wie angle ich den Karpfen? Das sind ja so seichte Themen. Also scheinbar, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja Karpfenexperten unter euch. Also scheinbar seichte Themen, wo man sich mal fragt, kann man da in die Tiefe gehen? Das ist unglaublich. Aber ich meine, ich habe jahrelang Magazine über Warhammer und Warhammer 40k gelesen, über kleine Plastikfiguren, die man auf einem Tisch irgendwie hin und her... Naja, aber das ist halt so eine Welt. Das ist ja, halt so eine Welt, ja, klar, die man da aufmacht. Aber es ist auch trotzdem... Aber Karpfen, ja. Karpfen... Ich finde, Fische ist eine Welt für sich, aber Karpfen... Also irgendwie ist da doch... Das ist doch irgendwann vorbei. Es gibt ja keine Kontroversen im Karpfenbereich, oder? Ja. Wie heißt der? Florian hieß der. Wir waren damals Florian und Florentin tatsächlich. Die unbesiegbare Gang damals in Ebersberg. Die beiden Flos. Die beiden Flos, ja. Er war Flockei
und ich war Teenie. Oh Gott. Ja, mein Spitzname ist war immer Teenie. Teenie. Aber bist du stolz auf diesen Spitznamen, oder? Ja, geht. Ist okay. Besser als Flo tatsächlich. Aber es gibt mittlerweile einige Leute, die mich Flo nennen. Auch bei den Rocket Beans werden die Flo genannt. Ich weiß nicht, glaubst du denn, dass ein Spitzname was mit dir macht? Also ich hatte zum Beispiel nie einen Spitznamen. Also mich wurde immer Stefan genannt. Und Stefan ist natürlich, anders als Teenie, der sehr verniedlicht ist. Ein relativ strenger Name dann. Also so ist ein sehr männlicherer Name als Teenie. Ich weiß noch nicht, also zu einem gewissen Grad ist es ja, wenn du rebellierst gegen den Spitznamen, dass es sich dann noch weiter verhärtet. Also nicht nur, weil die Leute einfach es genießen, dich zu foltern, auch, aber auch einfach, weil es den Leuten bewusster wird und dadurch vielleicht eher im Gedächtnis bleibt. Ja. Also man einfach, gute Frage, kann man selbst einen Spitznamen etablieren für sich selbst? Mhm. So, ich will jetzt Spud genannt werden. Spud, also man nennt mich jetzt Spud so übrigens. So, wer? Mann. Also ich, mein, ja, ich bin auch der Meinung, dass ein Name viel mit einem macht. Also, ist ein anderes Thema. Also, Nomen est oben, würdest du sagen, oder was? Ich will nur gerade kurz deine Frage beantworten mit einem komplett anderen Topic. Bitte. Aber einer von meinem damaligen Freundeskreis hat halt, der hieß M. Jünger und hat seinen Nachnamen halt wie Jürgen geschrieben. Und seitdem haben ihn alle nur Jürgen genannt. Ja. Was natürlich ein sehr anachronistischer Name ist. Und ich glaube, deswegen hat er sich auch einfach anders entwickelt als andere. Umgebracht letztendlich. Letztendlich hat er sich irgendwann erhängt. Grüße. Liebe Grüße an die Familie. An seine Eltern. Ciao. Ja, ich bin Stefan. Nee, finde ich okay. Ja, kann gut sein, dass das was mit dir macht, mit den Namen. Ich gucke mich nicht so an, ich weiß. Ich habe auch nicht alle Antworten. Aber ich weiß nicht, ich glaube, Spitzname ist ein sehr fremdbestimmtes Ding eigentlich. Ich glaube, man kann da nicht raus. Ich wollte mal früher in so einem da war ich sehr jung. Ja. Da habe ich gegoogelt, weil ich wollte unbedingt einen Spitznamen haben, weil alle Freunde hatten Spitznamen und Stefan gab es keinen Spitznamen. Da habe ich gegoogelt, was es für Spitznamen für Stefan gibt. Und Fanta war dabei. Und dann dachte ich mir, Ist Coco, das ist Spud und das ist Fanta. Und das ist meine Crew. Und ich dachte, das macht Sinn für jemanden, der Fanta trinkt. Also habe ich angefangen, viel Fanta zu trinken und dachte, hab so gedroppt, nenn mich doch einfach vielleicht Fanta. Und das war einfach so uncool. Das hat sich nie durchgesetzt. Der uncoolste Move ist, seinen eigenen Spitznamen etabliert zu wollen. Ich glaube, es ist wirklich der uncoolste Move. Aber da war ich auch irgendwie 8 oder so, fand mich wahnsinnig cool gefühlt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es aufgefallen, aber ich trage immer Bowlingschuhe und viele Leute nennen mich Strike und falls ihr auch, also nennt mich ruhig Strike, ist kein Problem. Also helft mir vielleicht einfach. Also wegen den Bowlingschuhen. Okay, cool. Also ciao, ne, macht's gut. Ich krieg euch später. Haben wir noch mehr Gags in diese Richtung oder wollen wir das Thema wechseln? Oder hättest du nicht lieber so einen Zwischennamen, so Stefan der Löffler Titze oder sowas? Oder Stefan die Bohrmaschine Titze? Gefahr. Also so ein Titel, oder? Bei mir wäre es, glaube ich, Gefahr. Stefan Gefahr Titzler. Weil ich stehe für Gefahr ein bisschen. Ja? Wenn Leute mich sehen, haben sie ein bisschen Angst, weil ich relativ groß und sehr muskulös bin. Und Gefahr, das Fahr steht für Stefan. Auto. Emilia schreibt noch. Oh ja, Emilia hat uns einen tollen Ausschnitt geschickt. Ich weiß nicht genau, worauf das hinausläuft, aber wir gehen einfach mal drauf ein. Emilia schreibt, liebes Podcast-UFO, ich höre leidenschaftlich euren Podcast, bin aber erst bei Folge 27, also nicht auf dem neuesten Stand. Trotzdem will ich euch was schicken. Du bist noch durch viele gute und viele schlechte Folgen. Ja, ja. Dieser Artikel aus dem Tagesspiegel hängt schon mindestens seit einem Jahr bei mir an der Wand und ich finde ihn einfach toll. Falls ihr euch beruflich einmal neu orientieren wollt, könnt ihr euch ja inspirieren lassen. Sie hat das Bild eines Artikels angehängt. Wir können mal reinschauen. Wollen wir in verteilten Rollen lesen? Ist, glaube ich, ein Interview, oder? Ist ein Interview, ja. Okay. Also, wir lesen hier das Interview aus dem Tagesspiegel mit der Überschrift Niemand darf weinen. Und es heißt hier in der zweiten Überschrift Der Leiter des Gruselkabinetts über die Kunst des Erschreckens und sein Casting. Herr Lenz, Sie suchen einen Erschrecker fürs Gruselkabinett. Was müssen die Kandidaten im Casting alles machen? Naja, sie müssen zeigen, dass sie ordentlich schreien können. Außerdem gucken wir, wer am schönsten stirbt. Die Kandidaten müssen im Casting mit Geistern und Dämonen kommunizieren und 10 Liegestütze machen. Wieso Liegestütze? Ein Erschrecker braucht eine Top-Kondition. In dem Beruf rennt man wahnsinnig viel und dabei muss man ruhig bleiben können. Ein Erschrecker muss sich schnell anschleichen, ohne aufzufallen. Dann steckt er zu mit Röcheln, mit Grunzen, Schreien, aber kein Buhu wie in der Kindergeisterbahn. Das muss bis aufs Mark erschrecken. Danach gilt es wieder unauffällig in eine Ecke zu verschwinden. Wir suchen Leute, die zwischen den zwei Extremen Ruhe und Action hin und her wechseln können. Wie weit darf der Erschrecker denn gehen? Der Erschrecker muss böse und grimmig sein, aber grundsätzlich suchen wir einen lieben Charakter. Die Erschrecker dürfen auch nicht zu weit gehen. Wenn Kinder anfangen zu weinen, ist das nicht in Ordnung. Bei Erwachsenen kann das okay sein. Die kommen ja her, um sich zu gruseln und wollen Entertainment. Trotzdem dürfen die Erschrecker nicht so weit gehen, dass die Besucher am Abend nicht mehr einschlafen können.
Und was bitte soll Kommunikation mit Geistern und Dämonen sein? Also dieser leicht aggressive Ton. Und was zur Hölle soll das schon Kommunikation bedeuten? Und Geistern sein? Wir suchen jemanden, der im Erschrecker-Team kommunizieren kann. Paul, die Blonde da drüben, schreit gut, erschreckt die mal. Das geht natürlich nicht. Im Team kann man zum Beispiel Grunzen oder Affengeräusche machen, um sich zu verständigen. Da sollen die Bewerber einige gute Ideen liefern. Wir gucken dann, ob die Leute im richtigen Format denken. Wer wird beim Casting erschreckt? Das ist ein tolles Interview. Unser dienstältester Erschrecker sitzt in der Jury. Er arbeitet seit 8 Jahren hier. Außerdem Horrorexpertin Jay, die ist für die Deko zuständig. Und ich. Wenn wir uns erschrecken, ist es natürlich exzellent. Sonst erschrecken die Bewerber einfach vor sich hin. Oder wir testen Besucher. Wie gut ist das denn? Das ist der perfekte Sketch ohne Scheiß. Alter, erschrecken Sie einfach mal vor sich hin. Suchen Sie denn einen bestimmten Erschreckertypen? Die Bewerber sollen ihre eigenen Rollen verkörpern. Jeder hat seinen eigenen Stil, sag ich mal. Wir haben hier einen Clown, einen Sensenmann, einen Gorilla, jemanden aus der Zombie-Apokalypse. Wir nehmen jemanden aus der Zombie. aber kein Zombie, sondern irgendein random Typen. Genau, jemanden. Ja. Wir nehmen Horrorkellner oder Warzenschweine, ganz egal. Hauptsache, die Bewerber bringen rüber, dass sie gruselig sind. Sie müssen ihr eigenes Kostüm mitbringen. Wie viel verdient man als Erschrecker? Bei uns arbeitet man nicht ausschließlich als Erschrecker. Das wäre viel zu anstrengend. Wir haben hier auch noch den Souvenirladen. Ich bin Erschrecker und Souvenirladen. Man kann von dem Verdienst normal leben in Berlin, ähnlich wie im Einzelhandel. Das ist kein Studentenjob, sondern ein richtiger Beruf. Wow. Ja, man arbeitet bei uns als Erschrecker und Glasbläser. Das ist sehr interessant. Fragen gestellt an Enno Lenze, ist Geschäftsführer des Berlin Story Verlags und betreibt das Gruselkabinett am Anhalter Bahnhof in Kreuzberg. Da sucht er gerade neue Erschrecker. Ey, aber was für ein patziges schreckliches Interview. Ja. Wie gut ist das? Das ist sehr lustig. Wow, aber als Erschrecker, ich habe mir das echt... Aber ohne Scheiß, ich finde diese Casting-Szene finde ich so sketchworthy. Das ist echt nicht schlecht, ja. Vor allem, du hast Leute da, die stellen jemanden ein, der erschreckt, aber die wollen auch, dass man erschreckt. Wie willst du jemanden erschrecken, wenn alle in dem Raum davon damit ausgehen, rechnen, dass erschreckt du sie jetzt erschreckst, werden? Ja. Und dann schleichst du dich so in so einem ganz hellen Castingraum, schleichst du dich so hinter die Jury und dann so... Ich glaube, das Gruseligste wäre, wenn du einfach aussiehst wie die Tapete in einem Raum, ja, und dann einfach plötzlich anfängst oder so, und der Nächste bitte, und du fällst so von der Decke runter auf sie drauf, irgendwie so ein mega Streber. Wie ein Kieselstein verkleidet. Ja. Vielen Dank. Aber die rennen ja auch danke, so. Danke an den Experten. Das die rennen ja auch so einem Hasen hinterher, ne? Die raffen ja nicht mal, dass sie in einem Rennen sind. Oh, das ist so dämlich. Das ist weißt dumm. So ein Hund könnte der gefeilste Rennhund der Welt sein und der würde es nicht mal raffen. Weil er denkt, ja, ich renne dem Hasen hinterher. Ich mag nicht mal Hasen. So oft, aber so oft wie Menschen sagen, der beste Freund des Menschen ist der Hund. Mhm. Weiß ich nicht, ob das so positiv für einen Menschen ist, so einen wahnsinnig dummen besten Freund, ja, zu haben. Und vor allem, man also blöd für einen Hund, ne? Also, vor allem, ist dann der, ja, Hund auch der beste, der Mensch auch der beste Freund des Hundes? Er nicht? Nee. Überhaupt nicht. Nee, der hält ihn gefangen. Allein dieses Prinzip Leine, ja, macht das schon sehr viel deutlich. Was ist das hier für eine Freundschaft? Ist, ja, das eine gesunde Beziehung hier gerade? Ich habe irgendwas Gefühl. Ich glaube nicht. Und die züchten die vor allem halt einfach kaputt. Ich habe da letztens auch mal so eine Reportage gesehen, dass die einfach wirklich kaputt gezüchtet werden. Dass diese Tiere auch einfach keine vernünftige Lebenserwartung haben. Und auch teilweise deren Gliedmaße so seltsam, also dass sie halt süß aussehen, dass sie halt so seltsam gezüchtet werden, dass sie halt kaum noch lebensfähig sind und auch ihr Herz und die Organe teilweise so unpassend sind, dass sie Atemnöte haben und irgendwie ganz schnell Krankheiten bekommen, weil deren Körper halt einfach nach menschlichem Vorbild so, oh, was ist denn süß, ja, lass uns den nochmal niedlich aussehen, oh, und die Füße sind so klein, stummelig, haha, aber dass das Tier halt einfach fucking leidet und einfach sagt, fucking kill me, ich bin weiß nicht lebensfähig. Es kennt es ja nicht anders. Es denkt einfach, das Leben ist ein riesen Höllenritt. Genau wie diese Möpse, die schon gezüchtet werden, dass sie so atmen. Ja, einfach, dass sie niedlich sind. Und du siehst sie wirklich, dass diesen Besitzer und seinen Hund, hörst du auf einem Kilometer, das, ja, war man neulich in Köln, lief einfach so ein Mops rum. Ich dachte, wo kommt dieses Geräusch her? Ist das denn irgendwie ein Auto? Ich wollte aus dem Weg gehen. Und dann war einfach in sehr weiter Entfernung, war halt so ein Hund. Ja. Und die behandeln das Menschen. Ja, vor allem, die sollen ja niedlich sein, halt so, dass der, oh, der ist so krank und so schwach und ich kümmere mich um ihn. Das heißt, der Mensch richtet absichtlich den Hund zugrunde, nur um dann was mit haben, wo er sein Mitleid geben kann und wo er niedlich sein kann. So ein fucking Urhund, so ein fucking Wolf, da hätte er der Wolf Mitleid mit dem fucking dummen, fetten, Cheeto-fressenden Menschen, anstatt dass er den... Das ist, glaube ich, die große Rache eigentlich. Dass sie
einfach eine Rasse dominieren und einfach so kaputt richten, dass sie mir sagen, oh, der sieht ja total lustig aus, wenn der einen Hut auf hat. Ja, ja. Das ist meine große These, dass das Lebewesen die Krönung der Evolution ist, dass anderen Leuten, dass anderen Tieren eine GoPro aufsetzt. Einfach beliebig einfach kaputt degeneriert. Vor allem, es hätte jedes andere Tier treffen können. Es hätte ja nicht auch nur den Wolf treffen können, es hätte ohne weiteres den Fuchs, den Bären, ein Reh, ein Schmetterling hätte genauso gut treffen können. Nein. Und sagen, du bist jetzt unser Tier, das wir einfach zugrunde richten. Ich würde mal Schmetterling her, würde ich mal ein Fragezeichen da dran machen. Ja. Und einen Rechtschreibfehler, weil du Schmetterling gesagt. Aber ich würde mal ein Fragezeichen dran machen. Aber ein Bär von mir aus. Man hätte genauso gut ein Bär, so ein kleines Bärchen. Ohne Witz, wenn die vor 200 Jahren angefangen hätten, Bären zu domestizieren und zu züchten, hätten wir heute kleine Teddybärchen, die wir halt an der Leine durch die Innenstadt mitschleppen können. Aber das haben die nicht gemacht. Die haben sich für den Wolf entschieden und dann Hund raus. Ab wann hat man eigentlich ein neues Wort benutzt? Sorry, ich bin gerade so im Rant dran. Ab wann hat man gesagt, so, das ist doch kein Wolf mehr? Ja, dann haben wir jetzt einfach Hund. So, neues Wort. Bitteschön. Ja, das ist eine gute Frage. Aber man auch zum Baum... Ja. Sorry. Busch gesagt. Ja gut, das ist was anderes. Na gut, dann war ein anderes, offensichtlich was anderes. Baumkopf. Aber wirklich, man hätte vor allem auch ich denke mir ja, auch stimmt. So, auch der Affe, also es hätte auch jedes andere Tier sich zu einem Menschen entwickeln können. Also auch Fische hätten plötzlich mega krass Werkzeuge benutzen können und so und wären super gut. Und wenn der Mensch ja schon was Außergewöhnliches, kommt vom Affen, der ist ja relativ random, der könnte genauso gut vom Nilpferd abstammen, dass die einfach irgendwann anfangen aufrecht zu laufen und irgendwie Feuer zu machen und so. Aber es war genau der Affe. Es kommt ja halt, also es ist schon, glaube ich, so ein bisschen so Größe des Gehirns und sowas, hängt auch schon zusammen. Also du brauchst halt eine gewisse... Hat der Affe das größte Gehirn? Also nee, aber in Relation zum Körper? Ich glaube schon. Echt nicht behaupten. So Schnecken oder so? Eine Reaktion zum Körper kann sein, aber Schnecken haben halt ein zu kleines Gehirn, als dass es irgendwann eine Form der Intelligenz... Achso, dass du eine kritische Komplexität auch mal, erreicht. Da, irgendwann im neuen Justice League Trailer fragt auch jemand Aquaman, ob er mit Fischen reden kann. Und in irgendeinem Comic hat Aquaman mal die Antwort gegeben, nein, Fische sind viel zu dämlich, mich zu verstehen. Also hat er nicht so gesagt, aber Fische sind viel zu niedere Geschöpfe, als dass sie mit mir reden können. Er kommuniziert mit dem Organismus, dass sie irgendwen angreifen und so. Mhm. Comics. Wow. Ja, da bist du ja unser Comic-Experte. Ne? Fragen vielleicht. Obwohl, eine Seite, wir haben ja noch ein bisschen was angeteasert. Was diese Woche passiert ist, denn das Schicksal des Podcasts stand auf Messers Schneide diese Woche, denn eines Tages wuchen wir auf und stellten zu unserem aller Erschrecken fest, dass die Seite down war, podcast-ufo.fail. Ich habe dir erstmal eine SMS geschrieben, eine sehr schockierte, mit sehr vielen Großbuchstaben, zurück kam nichts. Ja. Irgendwann am Laufe des Tages habe ich dich gefragt, übrigens, du weißt schon, das ist mir auch oft dann vergessen, habe ich dann gefragt, du weißt schon, dass unsere Seite down ist und dann kam, ups. Lass uns über Stefans SMS-Verhalten reden. Stefan schreibt sowas wie, Stefan sieht, dass die Seite down ist und schreibt, ist unsere Seite down? Wo die Antwort lautet, ja, schau nach, du Depp, ob die Seite down ist. Es ist eine wenn du mir sagen willst, dass die Seite down ist, dann schreib, hey, unsere Seite ist down. Nee, es ist aber da habe ich sofort keinen Bock mehr zu kommunizieren, wenn du schreibst, ist unsere Seite down? Wenn du es weißt, dass sie down ist. Ja, das ist eine Suggestivfrage. Ich will nämlich, dass du sagst, ja, sie ist down und ich werde es ändern. Dass du, während du die Antwort aussprichst, dir auffällt, dass du einen Fehler gemacht hast. Nee, da hab ich aber keinen Bock drauf. Weil der Fehler lag natürlich bei dir. Nein, überhaupt nicht. Nicht wirklich. Im Nachhinein überhaupt nicht. Wir haben dann nämlich, geistesgegenwärtig, haben wir unseren, erstmal muss man sagen, wir dachten erst, es liegt an einem anderen Problem, weil die Pufopedia ist auch down. Die Pufopedia ist aus dem Grund, weil sie überlaufen wurde von Bots. Da hat mittlerweile uns der Server-Hoster, also der komplett domainfactory.de, war anscheinend auf Messerschneide. Die ganze Existenz der Firma hat gewackelt, weil Pufopedia unterlaufen wurde, weil wir es verkackt haben, Administratorenrechte zu klären. Ich kriege ja immer, wenn da auf der Seite irgendwas nicht läuft, kriege ich eine Mail. Irgendwie so eine Fehlermeldung. Und es war tatsächlich auch in New York so, dass ich wirklich pro Sekunde bestimmt 5 bis 6 Mails bekommen. Würde ich pro Sekunde, immer, jede Sekunde habe ich 5 bis 6 Mails bekommen. Und irgendwann habe ich eine Mail von unserem Host bekommen, der gesagt hat, wir mussten leider diese Funktion abschalten, weil unser Server überlastet ist mittlerweile. Und einfach da, okay, cool, kann man auch machen. Man sieht das AKW neben Domain Factory nochmal richtig pumpen. Nochmal so ein paar Kohle, ein paar Uranstäbe einfach in den Schlot werfen. Ja, hast du gemerkt, dass AKW und Kohle nicht so ganz zusammenfasst. Auf jeden Fall haben wir uns gesagt, ja, ich kümmere mich drum, wissend, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Auf jeden Fall haben wir jetzt angerufen und haben gesagt, hey, was ist da los? Unsere Seite ist down. Und das war echt unangenehm. Haben mit einem sehr netten Support, mit einem jungen Herrn von der Support gesprochen, das allerdings relativ unangenehm wurde, denn er hat irgendwann gesagt, ja, der Grund für
das Problem liegt in einer Tabelle, die sich nicht aufbaut, mit dem Namen. Und man hat echt gemerkt, es war ihm unangenehm, was er sagen wollte. Wir natürlich uns keiner Schuld bewusst. Ja, da baut sich eine Tabelle nicht auf. Die heißt WP-Sex. Wie gut ist das denn? Das ist der beste Name einer Tabelle. Weil, also WP steht für WordPress, unsere Seite steht ja WordPress. Aber es ergibt keinen Sinn, diese Datei existiert nicht, es gibt keinen Sinn, aber es klingt so lustig einfach. So dieses klassische, ja, meine Festplatte ist voll, wir was können Sie machen? Ja, dann sehe ich hier russenschlampen@aol.de hat hier 16 GB. Und das was? In der einfachsten Form. Sex. WP. Einfach nur Sex. Es ist nicht so wirklich unangenehm, nur so ein bisschen. Und die hätten sich mehr Mühe geben können. Es war nämlich, irgendwer hat uns gehackt und hat dann einen Beitrag erstellt mit WP. Wir wissen es bis heute nicht genau, was passiert ist, aber es ist auch ein mysteriöser Beitrag auf unserer Website erschienen, den nicht wir gepostet haben. Mit Inhalt Y einfach nur. Ja, und WP-6. Das ist wirklich lustig. Ja, dass er auf seinem Bildschirm hatte, dass er zwei Dödel rufen an, die eh die ganze Zeit am Kichern waren. Und dann eine Tabelle mit dem WP-6. Ja, vor allem, ich stelle mir vor, der scrollst du durch alle Dateien überall, wunderbar, gut, nur bei einem ist ein riesiger roter Balken, so, Achtung, Gefahr, überlastet, WP-6. Einfach die beiden, wir kichernden Jungfrauen am anderen Ende so, hihi, was, das können wir uns... Aber das ist Stromberg so, was? Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. WP-6? Das ist aber... Ja, das darf man ja nicht. Diese Tabellen soll man ja auch gar nicht öffnen. Die klassischste Ausrede so, nö, das muss ein Hacker für uns erstellt haben. Da habe ich keinen gesagt. Habe ich auch gesagt, wäre super, wenn sie das wieder hinbekommen könnten. Wir machen einen Podcast und das ist alles ziemlich tragisch. Ja, auch gut, und er hat gesagt, kein Problem auf diese Frage. Dieses hochrationale Technikgespräch bringt Drama Stefan plötzlich eine andere Ebene rein. So, ja, das wäre echt tragisch, wir haben da seit Jahren dran gearbeitet und wir haben zwei Hörer und einer davon ziemlich uncool. Aber und, er meinte, er hätte auch einen Blog. Auch einen Blog, ja. Da war das Gespräch kurz davor abzudriften in, und wie heißt dein Blog so? Und was machst du da? Ja mein Katzenfutter.org. Judenschlampen. Ja, nicht so wichtig. WP-Sex heißt mein Blog. Wow! Oh mein Gott, gotcha! WP.sex. Aber echt seltsam. Ich habe kurz ein anderes Bild im Kopf gehabt, als du irgendwann gesagt hast, dass man da das eine Tabelle leuchtet. Und zwar, der Serveranbieter muss ja geguckt haben, okay, alle unsere Server sind überlastet, alle unsere Seiten sind down, wir sind für die meisten im Internet verantwortlich, wo liegt das Problem? Und die suchen und dann einfach so eine dusselige Pufopedia. Was ist das überhaupt? Was ist eine Pufopedia? Was soll das? Wir schauen mal drauf. Stefan Schwier! Nein, und wir müssen jetzt feedline@punchline eine Mail schreiben, dass unsere Existenz bedroht ist. Es ist ein verdammter Scherz. Wo ist die Kamera? Das ist der genialste Hacker, den ich je gesehen habe. feedline@punchline.de Schnitze mir mit einem Stück Butter vorm Rechner einfach. Klick einfach. Adminrechte brauche ich nicht. Wollen Sie die Seiten löschen können? Nee, passt Admin, schon. Kein das Wort kenne ich nicht. Aber ist die Bufopedia wieder... Nein. Ja. Die ist nämlich jetzt down, komplett, oder? Die ist komplett down. Die ist komplett überflutet von Spam und von expansivem Spam. Und es ist eine Katastrophe. Und ich will nicht da bei diesem Support anrufen, weil wir müssen erst bei dem Support anrufen, dass sie die Seite wieder freigeben. Und der wird dann so Fragen stellen. Ist der Support wie was ist mit der Tabelle da? WP-6. Und der wird dann einfach so unangenehme Fragen stellen, die meine Inkompetenz einfach zu unangenehm an Tage kriegen lassen. Aber das ist so Klischee, dass man bei der IT anruft und die irgendein Pornokram feststellen. Das ist so Klischee. Dann haben wir da angerufen und hat er die Tabelle WP-6 gefunden. Ja. Was der schlechteste Name ist. Ja, vor allem, also wenn es halt wenigstens Porno gewesen wäre, wenn es halt irgendwie WP-Gangbang oder so WP-Sad-Midget-Porn. Aber WP-Sex, das ist dann auch noch das so nicht Sex. Das ist so wie ein schlechtes Drehbuch. Ja. So schlechte Drehbuchautoren, die einen Gag schreiben. Ja, genau. Dann rufen die bei der IT-Abteilung an. Ich habe die mega Idee für ein Skript, Jeff. Da rufen die bei der IT-Abteilung an und dann kommt da WP-Sex. Ja. Ja. Nee, und da habe ich keinen Bock anzurufen, weil der einfach Fragen stellen wird, die mich einfach in meiner Inkompetenz ermüden lassen werden. Und dann einfach sagt sich, ja, was haben sie denn da angestellt? Wie du dich einfach so sexy mit deinem Schweißfleck da einfach an der Wand regelst. Das ist eigentlich sehr unangenehm gerade hier drin. Jetzt bist du oft in der Sauna? Ich bin sehr oft in der Sauna, ja. Wir haben heute echt einer Kollegin den ganzen Tag lang weiß gemacht, dass wir zusammen in die Sauna gehen, relativ häufig. Und die Kollegin hat es einfach akzeptiert. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schwer, Leute davon zu überzeugen, weil das auch normale Menschen einfach machen. Okay. Ich glaub, aber in meinem Kopf war es wahnsinnig lustig die ganze Zeit, dass ich wirklich dachte, dass wir jede Woche gemeinsam in die Sauna gehen. Wir sollten mal in die Sauna gehen zusammen. Ja, aber mit Handtuch um den Kopf. Aber da ist es, der trainiert sein ganzes Leben und ist 4 Jahre lang, trainiert er und dann, okay, Schuss, 9 Sekunden, aus.
Und das war's. Und dann ist er der Beste und wir können heimgehen. Und die ganzen Leute, die in dieses Stadion kommen. Die kommen ja vor allem nur für Usain Bolt. Ja, genau. Weil das der krasseste Star ist, der Leichtathletik. Kommen dahin, reisen über Tage an. Manche fliegen sogar 18 Stunden dahin. Kommen da an, warten 9 Sekunden und gehen. Kommen morgens auf den Parkplatz an, setzen sich dahin, es ist sau heiß, wollen einen guten Platz. Und dann sitzen sie wahrscheinlich noch auf der anderen Seite des Stadions. Du musst ja bei so einem Fußballspiel, da ist es ja die Action ungefähr gleich verteilt über den ganzen Platz. Ja. Das heißt, egal wo du sitzt, du kriegst was mit. Aber bei so einem Olympia 100 Meter, das ist ja gerade mal also eine Kurve von so einer Laufbahn. So, das heißt, wenn du auf der anderen Seite sitzt, siehst du da so winzige Leute und dann Schuss, irgendwie die Schallgeschwindigkeit hörst du sowieso erst 8 Minuten später, dass das Rennen überhaupt erst angefangen hat. Ja. Dann laufen die da, ach fuck, vor 8 Minuten war das Rennen und dann wer hat gewonnen. Und nein. Kurz auf Twitter gucken. Noch bevor du einen Schuss hörst, kannst du auf Twitter lesen, wer gewonnen hat. Dann denkst du, ja gut, Leute. Und dann fallen leider im richtigen Moment, wenn du richtig sitzt, auch noch die Tacos runter in dem Moment. Ja, genau. Und dann so, nein, Scheiße, und dann steht jemand vor dir auf und dann geht es auf Toilette und so. Ja. Das ist, glaube ich, ein richtig gescheites Erlebnis. Das ist echt albern. Aber da haben auch so viele beschwert darüber, dass die Ränge immer leer waren bei Olympia. Aber ist es nicht komplett verständlich? Weil ich meine, je besser das Fernsehen wird, desto weniger hat man auch, wenn ich da leben würde, würde ich doch nicht ins Stadion gehen. Ja, ja, vor allem gerade bei Olympia ist ja auch die technische Übertragung hilft ja auch wahnsinnig viel. Also zum Beispiel so Schießen. Also die Schießen auf ein Ziel. So, wenn du das aus 200 Metern, du siehst die Zielscheibe nicht, der Athlet bewegt sich nicht, der bewegt nur seinen Finger, du hast überhaupt keine Action und du siehst nicht mal die Zielscheibe. Wohingegen auf dem Fernseher hast du ein Close-Up und du siehst Splitscreen, wie der sich konzentriert. Ja, du hast noch so Animationen und genau, weiß genau wie viel und genau, du, Stadion gar nicht. Da hast jemand, der die Regeln erklärt. Das ist ja auch bei solchen Dingern, also du musst ja so viele, so ein großes Schießstadion, wie das da war, so viele Schießfans gibt es doch überhaupt gar nicht. Ja, und dann vor allem, dann ist auch noch dann so wahnsinnig viel Disziplin. Da gibt es eine Pistole, ein Maschinengewehr, zwei Pistolen, dann einmal 360 Grad Drehung und dann schießen. Einmal mit dem Gewehr und dann hat jeder nochmal ein anderes Goldmedaille. Und dann gab es einer hat sogar eine Goldmedaille gewonnen, der hat im Schnellschießen, Schnellfeuerwaffe. Ja. Das heißt, das war total geil, der Wettbewerb. Habe ich auch gesehen, haben auch Gold bekommen, wir vor allem. Ja. Jetzt hat man da irgendwas mitgemacht. Andreas Fink oder so hieß der. So ein, und dann musste er einfach, hat 4 Sekunden Zeit, die Waffe zu heben und 5 verschiedene, so ungefähr 10 cm Durchmesser Punkte zu treffen. Mhm. Aber halt in 4 Sekunden muss er die anheben, 5 Ziele treffen und dann wieder senken die Waffe. Mhm. Und da hat er auch Gold drin gewonnen. Und es war halt so ein, ja, sagen wir mal, ein bisschen untersetzter Typ, halt so mit so einer Kappe rauf. Klassischer am Schwitzen. Amokläufer. Klassischer, auch, ja. Ich dachte die ganze Zeit, das ist ein klassischer Amokläufer. Ja. Und bei jedem, der kam, dann kam halt danach der Russe, danach der Amerikaner. Ich dachte mir so, nein, 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 nein. Nein. Und warum müssen wir Deutschen in jedem Schießwettbewerb die Goldmedaille bekommen? Das ist der einzige Wettbewerb, wo ich das nicht will. Wir sehen alle aus wie Amokläufer. Die sind vor allem auch immer so ganz abgefahrene Space-Waffen irgendwie, die dann so ganz unförmig und klobig irgendwie sind, die dann auch so Gegengewichte dran haben und die so mega High-Tech. Ja. Das ist dann auch immer total abgefahren. Auch dieser Bogen. Ja, der Bogen ist auch krass mit Gegengewichten und so. Ja. Wo ich immer denke, ist es dann noch so schwer, da zu treffen? Also, natürlich ist es schon schwer, aber auf der einen Seite denke ich mir, naja, vor allem, dann hört man mal, ja, die macht das jetzt seit 2 Jahren so. Seit 2 Jahren. Wow. Die macht seit 2 Wochen. Das ist auch, genau, je weniger Leute Zeit haben zu proben, desto weniger akzeptiert man den Sport auch als Sport. Ja, ja. Aber wie gesagt, es gibt auch diese coole Frau, die Amerikanerin, die irgendwie jedes Jahr Tonschau im Schießen gewinnt, die krasseste Athletin in diesem Wettbewerb ist. Ist aber eine fette Frau, so eine fette Mom, die jeden Tag PBJ-Brötchen schmiert für ihre Kinder und dann halt da steht und nicht mal richtig zielt. Die hat das einfach durchgespielt. Die hat im Alter von 12, weil die gesagt, okay, ich bin einfach die Beste da drin und macht es seitdem immer weiter. Und die stemmt halt so in ihre Hüfte, so auch nicht mal so richtig professionell. Da ist auch keine richtige Haltung. Da steckt keine Sportwissenschaft dahinter. Stemmt einfach so rein, schießt und trifft halt. Das ist einfach ein Genie da drin. Die hat einfach gewonnen. Nebenbei irgendwie hat noch ein Kind irgendwie auf vor dem Bauch irgendwie geschnürt, irgendwie einfach so nehmen. Bam, 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 steht da bei ihr Kind und killt alle Tontauben. Ja, genau, ruft noch irgendwie den Rektor an, dass der Sohn irgendwie nicht nachsitzen muss oder so nebenbei. Unfassbar. Bam, 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 bam. So eine Mom, so eine fette Mom. Das ist geil. Olympia ist toll. Und vor allem auch diese seltsamen Kombinationen dann aus dem, wo du denkst, okay, da gibt es dann zum Beispiel eine Sportart, die ist orientiert an Kavallerieoffizieren aus dem 18. Jahrhundert oder sowas. Die müssen dann irgendwie rennen, reiten, mit Pistole schießen und Pringles fechten, essen. Sehr viel Pringles essen. Pringles essen, dreifacher Salto und dann noch irgendwie eine Scheune aufräumen oder sowas. Also genau, ganz extrem präzise, wo dann diese 8 Sportarten, Oktalon oder Poktalon oder was auch immer, die es dann machen müssen. Also auch ganz seltsam, dass du denkst, ich habe diese 5 Fähigkeiten, das passt genau darauf. So, das ist dann so, ja gut, aber ich kann jetzt noch Hammer werfen. Leider nicht dabei. Sorry. Das ist so seltsam. Das ist echt ganz merkwürdig. Siri kann ja auch schon viele Fragen beantworten. Wenn du einfach 2 Bluetooth-Kopfhörer in deinem Ohren stecken hast, die... Warum willst du immer 2 haben? Das verstehe ich oder nicht. Oder Stereo-Sound.
Du hörst doch auch mit zwei Ohren. Du hörst den ganzen Tag nicht. Warum hat die Natur zwei Ohren gegeben? Ja, damit du einen Kopfhörer tragen kannst und ansonsten noch die Ampelhupen hörst. Ja, du kannst ja auch Transparency-Mode anmachen, dass du es hörst. Ich habe mir schon die Modes überlegt. Dass die Kopfhörer gleichzeitig aufnehmen und das dann einspielen in dein Ohr, was ja, sie aufnehmen. Ja, ein Hörgerät. Damit die Menschen so funktioniert also ein Hörgerät. Es gibt auch... ein Hörgerät, verstehst du? Wegen dem Film Hör? Alter! Wow, geil! es gibt auch mittlerweile jetzt so Kopfhörer, die simultan übersetzen, was der andere gegenüber dir sagt. Die können bislang aber nur Italienisch, Französisch und Englisch. Das heißt, wenn beide einen Kopfhörer im Ohr haben, können die miteinander sprechen, obwohl die nicht gleiche Sprache sprechen. Aber das klappt doch nicht. Doch, es gibt ein Video davon. Es klappt doch nicht mal, dass Siri versteht hier einmal Spandau und die sagt, ja, wo wollen Sie Spaghetti bestellen? So, das kann doch nicht funktionieren, dass jemand mir gegenüber irgendwas erzählt und es funktioniert. Ja, wenn es übersetzt wie Bing auf Twitter, dann glaube ich, hat man massive, dann könnte der dritte Weltkrieg demnächst austreten. Wenn irgendwie Putin mit Merkel spricht und sie sagt, in dem Ossi-Deutsch, ja, wie geht's denn? Oh Gott! Oh mein Gott! Wow! Die Angela. Ging es dann um das Thema Wortveränderung, wie sich Worte verändern im Laufe der Zeit. Und man sagte zum Beispiel, Shakespeare hat wahnsinnig viele Redewendungen und Worte eingeführt, die es davor nicht gab in seinen Theaterstücken. Zum Beispiel to be in a pickle. Also das bedeutet, in einer scheinbar auswegslosen Situation zu sein, in einer problematischen Situation sich zu befinden. I am in a pickle. Aber da dachte ich mir, also Pickle heißt ja Gewürzgurke, ne? Gurke, ja. Und da dachte ich mir, wie kam das beim ersten Mal an, als dieses Stück uraufgeführt wurde und irgendjemand eine Pistole auf jemanden richtet und er sagt, oh my God, I'm in a pickle. Und das Publikum so schweigend. Was hat er gesagt? Was ist das? Einer hat es gegoogelt, aber nicht gefunden. Genau. Ja, aber das ist schwierig. Ne? Also solche Worte, das haben ja, glaube ich, jeder von uns schon mal versucht, ein eigenes Wort zu etablieren und unterzubringen in dem normalen Sprachgebrauch. Und es klappt einfach nicht. Mir ist das passiert die Woche, hau ich jetzt auch nochmal raus. Und zwar habe ich mir gedacht, Shakespeare hat ja über 1200 neue Worte in die englische Sprache eingeführt. Ne? Es werden auch immer es mehr. Es werden immer mehr. Das ist auch geil, wenn man eine Geschichte erzählt von sich selber, irgendwie eine lustige Geschichte, und man merkt nicht, dass man die nochmal erzählt und oder dem schon mal erzählt hat, aber die Daten verändern sich immer weiter. Ja, genau. Und irgendwann, man hat immer mehr geschafft, man war immer besser als in der ersten Geschichte. Und wie geil, wie entlarvend das auch ist. Ja, natürlich, man schätzt das ja alles so halb lang. Ne? Du hast am Anfang waren es 200 Wörter, mittlerweile hat Shakespeare 1200. In ein paar Jahren hat er Millionen Wörter erfunden. Wo landen wir denn da? Aber ich denke, das entlarvt dich als unwissenden Menschen. Aber was ich mir denke, also wenn du so ein neues Wort entwickelst, willst du zum Beispiel mit Kemlern oder so, Keplern oder was auch immer, und du führst dieses Stück Uhr auf, also du führst das Theaterstück, in dem dieses Wort benutzt wird, das allererste Mal auf, zum Beispiel so eine Formulierung wie I'm in a pickle, ja ich bin in Gefahr, in einer schlechten Situation, und der Schauspieler sagt das allererste Mal auf der Bühne, dann weiß doch auch keine Sau, was damit gemeint ist. Der Schauspieler sagt dann, oh my God, I'm in a pickle, a huge giant eating slime monster. Und alle so, sorry, in a what? What was that? So, also, finde ich, ist eine relativ messerscharfe, beobachtete Situation. Auch übertragen auf ein Beispiel, das irgendwie humoristisch rübergebracht wurde. Die Wortwahl war okay, vom Redefluss jetzt her so mittelmäßig. Aber alles in allem, klar, die Pointe hat nicht gesessen. Aber ich glaube, im Endeffekt kann man da sagen, das war eine absolut solide 3 von 10. Oder zum Beispiel William Shakespeare hat ja wahnsinnig viele neue Worte entwickelt, also ich glaube über 2500 und so Redewendungen und so. Und da gab es ja auch den Moment, wo das erste Mal ein Schauspieler auf der Bühne stand und ein Stück von Shakespeare gespielt hat. Wie haben die Leute darauf reagiert? Ja, also ich mache jetzt mal irgendein Beispiel. Also zum Beispiel, wenn man sagt, I'm in a pickle, ja. Pickle heißt ja Gewürzgürkchen. Ja, wenn man sagt, I'm in a pickle, ich bin in einer unangenehmen, gefahrvollen Situation. Wie hat das Publikum das erste Mal darauf reagiert? Also das sind so Fragen, die würde ich gerne mal stellen öffentlich. In so einem Podcast oder sowas. Also würde es mal gern öffentlich machen, die Diskussion das aufmachen. Nicht. Das kann man nicht bringen. Naja. Punkt. Was wir aber noch nicht wussten, war, dass es in Amerika Läden gibt, in denen man sich Sachen ausleihen kann. Wir hatten keinen Fernseher. So wir hatten keinen Fernseher in unserer Bude, wie Stefan immer gesagt hat. Hey, komm in unsere Bude! In unser Nest, schwarzen unser Liebesnest. Wir sind in unseren Schuppen. Das war der erste Tag, wir wussten noch nicht genau, wie wir zurückkommen zu unserer Wohnung. Wir wussten, wir sind aus Harlem. Guckt man auch nicht, wie man rauskommt, weil man einfach nur rennt in Todesangst, rennt man aus Harlem raus, ist dann irgendwann am Times Square. Also mit dem nächsten Weißen entgegen. Und dann ist die Frage, wie kommt man wieder zurück in unser Dorf? Das ist schwierig. Und dann haben wir die U-Bahn genommen, ganz abgespaced. Mhm. Und dann sind wir bei einer anderen Station rausgekommen, als wir erwartet hatten. Und dann kamen wir raus, das Licht scheint uns entgegen. Oh, wo sind wir hier? Und dann erblicken wir diesen Einladen. Mhm. Rent a Center. Ich dachte mir,
Wow, hier kann man ein ganzes Center mieten. Ja. Rent a Center. Geil. Ja, aber hat sich dabei herausgestellt. Tatsächlich haben wir den Laden betreten und es stellt sich heraus, man kann alle möglichen Sachen leihen. Unter anderem auch Fernseher. Wir hatten keinen Fernseher, hatten da die Idee gefasst, wir leihen uns einen Fernseher. Haben uns dann aber gefragt, welcher Mensch leiht sich einen Fernseher? Also wer ist das normale Klientel dieses Ladens? Oder Fernseher versteht man noch, wenn man irgendwie gerade mal. Ja, das ist eine Lampe. Nee, so. Man kann sich einfach Lampen und Städtische. Also, man kann sich so einen ganz kleinen Städtisch einfach mieten. Wer in welcher Welt leiht man sich einen kleinen Städtisch, den man für 10 Dollar oder Öre bei Ikea kaufen kann. 10 es Dollar. Ich stelle mir jetzt vor, der im Bett liegt und gerade ein Buch liest und das Buch zu Ende gelesen hat und dann so in der Luft hängt und jetzt aber. Und dann jetzt einfach für zwei Wochen begrenzt. Und dann mit dem Schlafentzug in diesem Laden steht und dann so ganz fröhlich so ein Stehtisch unter seinem Arm. Ich glaube, das ist so ein typischer Laden, wie man bei Breaking Bad gesehen hat, diese Waschwäscherei, wo die aber wirklich einfach nur eine Geldwäscherei ist. Ja. Weil du halt, wir sind da reingegangen und die haben uns angeguckt, als wäre noch nie jemand in den Laden gegangen. Als wären wir sprichwörtlich die ersten Menschen gewesen, die in diesen Laden gegangen sind. Die haben uns noch angeguckt und die wussten noch nicht wirklich, wie sie mit uns umgehen sollen. Die Fernseher waren auch alle nicht aus. Die waren irgendwie so ein bisschen leicht, ne? Die waren aus Pappe, das irgendwie auch. Die waren ein bisschen aus Pappe irgendwie. Und haben RTL drauf. Also eigentlich wollten wir uns so einen Fernseher mieten, um die ganze Zeit irgendwie ProSieben oder so gucken zu können. Aber man empfängt ja dann nur diese blöden Sender, wo die in dieser seltsamen Sprache sprechen. Aber dafür, dass es keine Fernseher zu leihen gab, also man konnte sie schon leihen, aber sie waren dann zu teuer, weil man sie mindestens nur für einen Monat hätte leihen müssen. Und so viel Geld hatten wir nicht. Soll ich jetzt von meinem Genghis Khan-Referat erzählen oder nicht? Genghis Khan? Oder habe ich das wirklich schon ein paar Mal? Nein. Und zwar habe ich das mit meinem Bruder vorbereitet. Also mein Bruder ist vorbeigelaufen, als ich alleine in meinem Zimmer das gemacht habe. Und dann hat er gesagt, hör mal zu, Referate, es ist völlig egal, was du sagst, solange das Ende gut ist. Die Leute erinnern sich nur ans Ende. Und wenn das Ende richtig der Knaller ist, du hast scheiße gelabert und hast am Ende angefangen, Genghis Khan zu singen. Jing. Wenn das Ende, Genghis Khan. Nee, und er hat gesagt, mach doch mal folgenden Gag. Am Ende sagst du, ja, hier Genghis Khan, hier ganze Mongolei erobert und so ein Kram. Aber der letzte Satz könnte sein. Und heutzutage lebt tatsächlich noch ein Nachfahre von Genghis Khan. Er kennt ihn vielleicht, Oliver Khan. Und ich dachte mir, Alter, das ist die beste Idee ever. Das ist der beste Gag der Welt. Das ist super, der erste Gag und der beste Gag der Welt. Ja gut, habe mir sofort aufgeschrieben, dachte mir, okay, geil, habe sofort aufgehört zu recherchieren, weil ich mir dachte, es stimmt, ist tatsächlich so, der Rest ist vollkommen egal. Wenn der Ende ein Lacher ist, gehen die Leute einfach mit einem guten Gefühl raus. Und dann tatsächlich, ich in der Schule, stehe da völlig verunsichert. Ja, und der hat dann auch so Kriegsstrategien entworfen, wo er dann irgendwie so ganz viele Strohpuppen aufgestellt hat, so, damit er zeigen wollte, dass seine Armee größer ist. Und dann haben die anderen mit noch mehr angegriffen und dann, also ich weiß auch nicht was der Sinn dahinter war, aber es hat auf jeden Fall funktioniert und naja, Genghis Khan dachte, er sei unsterblich, ist gestorben, als er vom Pferd gefallen ist und ja, vielleicht kennt ihr noch einen anderen Nachfahren von Genghis Khan. Oliver Khan. Brr, brr, ja, vielen Dank. Ja, Florentin. Drei Glas. Das waren jetzt 4 Minuten. Mehr hast du nicht. Nee, aber es ist tatsächlich sehr, sehr schlecht angekommen. Echt? Der Gag tatsächlich. Ja, extrem schlecht angekommen. Weil man natürlich auch, was man ich nicht bedacht hatte, nachdem man 15 Minuten lang Scheiße erzählt hat, hört einem auch keiner mehr zu. Das heißt, man kriegt auch überhaupt nicht mit, dass das Referat zu Ende ist. Aber es hat mal einmal, da wollte ich auch noch einen kurzen Shoutout. Kurzer Shoutout an Max tatsächlich, den einen der coolsten Typen der Welt. Und der hat mal ein Buchreferat gehalten über das Parfum. Oder das Parfüm, je nachdem. Ja, sehr bekanntes Buch. Und er hatte, und jeder Deutschlehrerin das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jeder Deutschreferendarin ist da feucht geworden. Und zwar hat er, während er das Buch aus dem Buch vorgelesen hat und ein Referat gehalten hat, hat er eine Rosenblüte durch die Reihen gehen lassen. Und dann konnte jeder mal an dieser Rosenblüte riechen, weil es in dem Buch ja viel um Gerüche geht und so. Mhm. Und da hat er wirklich mit dem Move direkt die 1 bekommen. Zack. Das war, wo alle dachten so, wow, nicht schlecht. Mir ist aufgefallen, es ist scheißegal, was du sagst. Ich würde nicht sagen, dass das Ende wichtig ist, sondern was du rumgibst. Bei ihm war es die Rose. Ich habe mal ein Referat über die Stimme gehalten und wie wir halt so bei Buchstaben bilden. Becher Spucke rum. Über das B. Ich habe einen Becher, ja, genau, mein Eigenurin rum. Also B zum Beispiel bildest du ja vorne, N hinten. Und da gab es eine geile Übung, habe ich gefunden, indem man die ganze Zeit mit dem Korken spricht. Dann habe ich den Korken, so einen Korken herumgegeben, aber ganz viele Korken war das, weiß ich gar nicht mehr. Und habe aber nicht bedacht, dass alle dabei reden müssen.
Und dann war das ein sehr, sehr lautes Referat. Keiner hat mich mehr verstanden, weil alle durcheinander geredet haben. Der Lehrer war außer sich, weil alle plötzlich angefangen haben zu reden und er hat die Bande nicht mehr in den Griff bekommen. Und es war so, es ging völlig dann hier hinten los. Es ging völlig nach hinten los. Aber es war, gab am Ende, glaube ich, eine ganz gute Note, weil es war halt eine lustige Idee. Alle haben mit diesem Korken im Mund gesprochen. Ja, was aber eine total gute Idee ist, ne? Weil du nicht, anstatt selber ein Referat zu halten, bringst du deine Zuschauer dazu, ja, zu reden. Leider habe ich aber nicht so weit gedacht und habe wirklich ein Referat vorbereitet und war eigentlich auch ein bisschen traurig, dass mir plötzlich keiner mehr zuhört. Dankeschön. Ich finde es auch immer komisch, dass die Kinderwetten, die wurden immer so gut prämiert und dann wurde irgendwie mal genau auf das jeweilige Kind wurde dann ein Preis geschnitzt und auf die ganzen anderen Erwachsenen, die haben dann vielleicht entweder gar nichts bekommen oder halt so ein Auto und ein bisschen Geld. So, aber auch erst, wenn was gewählt wurde. Wobei die Kinderwetten ja meist die wesentlich unspannenderen waren. Ich kannte tatsächlich mal jemanden, der eine Kinderwette gewonnen hat. Echt? Ich finde, daran ist letztlich auch Wetten, das kaputt gegangen, glaube ich. Aber wen kanntest du denn? Was hat er gemacht? Der war in meinem Schachclub, tatsächlich. Alter. Das ist auch ein guter Satz, ein guter erster Satz fürs Date, fürs erste Date. Ja, vor allem. Ich kenne da jemanden, der war in meinem Schachclub. Und tschüss, ich bin, sorry. Ja, hätte noch zu Hause was auf dem Herd. Entschuldigung. Ja, die Frau ist schon total gehypt. Was, du kennst jemanden, der meine Kinderwette gewonnen hat? Geil, ja, hat die Hose schon halb offen. Und dann Schachclub, nein. Blöd. Also die Frau ärgert sich ja auch selber, dass man nicht in die richtige Richtung gehen kann. Nee, und der hat gewettet, dass er es schaffen kann. Und ich erinnere mich noch, das habe ich schon mal erklärt, das kommt mir sehr bekannt vor, aber vielleicht habe ich es auch einfach erlebt. Ich tue jetzt mittlerweile auch so, als ob ich die Geschichte noch nie gehört habe. Ja, was aber tatsächlich mich in meiner Psychose noch viel weiter vertieft, dass ich immer das Gefühl habe, Dinge schon mal gesagt zu haben. Ja. Aber auf jeden Fall hat er gewettet, dass er es schaffen kann. Wie so ein Baum bist du gerade, der in so ganz viele Richtungen abzweigt, aber dann doch noch den Weg findet, den er eigentlich gehen will. Sehr gut. In die Sommerreferenz. In die Richtung Sonne, in Richtung Sommer, unser heutiges Thema. Dankeschön. Und zwar hat er gewettet, dass er es schaffen kann, von einem gewissen also ein leeres Schachbrett. Und Stefan Raab gibt eine Position vor, also sagen wir jetzt mal B8, klassische Position. Ich, Stefan Raab jetzt? Stefan Raab, das ist die Figur, die man immer nur eine Figur ziehen kann. Oder halt dann alle 7 Züge darf man die einmal führen. Die ist mittlerweile auch verboten worden, die wurde rausgepatcht, die war zu gut tatsächlich. Und auf jeden Fall hat Stefan Raab eine Position vorgegeben und auf diese Position wurde der Springer gesetzt, ja, der mit der Bild-Zeitung. Und ab dann musste der Typ den Springer immer führen, so dass er alle Felder auf dem Schachbrett einmal passiert hat, aber auch nur einmal. Ach, okay, da gibt es halt nur einen Weg, der wahrscheinlich der geht. Es gibt nur einen Weg und die letzte Position hätte ihn tatsächlich auch wieder auf die erste gebracht. Das heißt, der merkt sich einfach eine Kette von Positionen und es ist völlig egal, auf welchen Platz man gesetzt hat. Der rattert die einfach dann einmal so im Kreis runter. Und den habe ich mal gesehen in meinem Schachclub und dachte mir, krasser Typ. Aber interessant. Also ich finde, man kann an den Leuten, die man im Freundeskreis hat, die mal bei Wetten, dass teilgenommen haben oder teilnehmen wollten, erkennt man ganz gut so die Peer Group, in der man war. Weil ich kenne mir jemanden, der hat sich da beworben, wurde aber, glaube ich, nie genommen oder war in einer engeren Auswahl, der konnte Fußballschuhe erkennen. Also der irgendwie aus 100 Fußballschuhen konnte er am Geräusch der, wie sie atmen. Manche Schuhe atmen ja. Nein, der konnte die, glaube ich, einfach Er hatte nicht eine etwas zu breite Fantasie. Der konnte am Hand des Etikettes erkennen, was es für ein Schuh ist. Aber der Trick war eigentlich, dass sein Fantasiefreund hatte ja die Augen offen und konnte ihm sagen, welche Schuhe es waren. Von daher, er konnte es. War die Wette sehr einfach. Er konnte es anhand der Schilder, die davor standen, erkennen, was es für ein Schuh war. Ja, das stimmt. Aber ich habe auch oft, der Vater eines Schulkollegen hat mir oft Videos gebrannt. Kinofilme gebrannt, die noch nicht auf DVD erschienen waren, weil er sie im Kino gefilmt hat. Mhm. Und dann, das war damals der neue heiße Scheiß. Sind einfach dann Leute durchs Bild gegangen. Da hat man oft einfach gesehen, dass zwischendurch, man ist in der krassen Herr-der-Ringe-Szene, schafft es Aragorn zu retten und dann sitzt man da, nein, und dann kommt so ein schwarzer Schatten steht auf mit so einem Popcorn. Wer ist das, Gimli? Der sie umdreht und aufs Klo geht. Ja. Man hört zwischendurch auch, wie der Vater den Film kommentiert. So eine Audiospur, die man nicht will einfach, aber das war echt seltsam. Aber so eine VHS hatte ich auch mal und das war ganz merkwürdig für mich. Das wusste ich auch nicht, was es war. Es gab auch immer so eine VHS, das ist jetzt schon sehr Luke Mockridge-ig, aber wir hören gleich auf, aber eine VHS, die so oft auch überspielt wurde,
dass sie komplett kaputt war schon, dass sie so oft, also auf dem Schulhof umhergereicht wurde, also auf Pornos, und dann auf andere übergespielt wurden, und dadurch wurde die halt so oft das Band hin und her gezogen, dass es halt irgendwann kaputt ging, und irgendwann war der Letzte, hatte halt wirklich nur noch Rauschen drin einfach, was dann echt nochmal so ein ganz eigener Zauber war. Es gibt noch irgendwo ein Video, das wollte ich mal bei Upsi Pannenshow einreichen von mir, wie ich gefilmt werde, wo ich noch ganz klein war und irgendwas in der Mülltonne suche, irgendwie hochkomme, weil irgendwie so eine Treppe war, was in der Mülltonne suche, in so einer großen, grünen, ja, und Kopf über reinfalle. Mhm. Das suche ich nochmal. Ja. Da habe ich einfach mal Lust, das rauszusuchen. Der süße kleine Stefan! So, das versuche ich nochmal rauszufinden. Aber das ist echt der größte Walk of Shame. Oder auch der Walk of Shame ist auch, ich glaube, so die Top 5 Walk of Shames. Die Top 5 Walk of Shames. Platz Nummer 5. Als Kind in der Erwachsenenabteilung Kleider einkaufen. Klassisch, yay, sich schön auf die Rolltreppe stellen. Doch, kenne ich ganz gut. auf die Rolltreppe stellen und sagen, ich bin viel zu jung und mir passt das alles in die Länge überhaupt nicht, aber ich bin so fett, hier muss was für mich gefunden werden. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ja. Platz Nummer 4, auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gibt's da gab es früher immer in München, ich war als Kind in München unterwegs, und da gibt's zwei Läden, die eine Rutsche haben. Und zwar gab es immer den, Marketing hat gut funktioniert, so einen Schuhladen. und dann gab es noch den Oblätter am Stachus. Und da gab es früher, war so ein Spielzeugladen, und da gab es auch eine Rutsche. Ja. Und die Rutsche ist mittlerweile gesperrt. Die Rutsche gibt's immer noch, aber da sind lauter Bälle drin, und da kann man nicht mehr drin rutschen, sondern da werden Bälle verkauft. Und da hab ich auch mal gehört, die Rutsche wurde gesperrt, weil da ein Kind gestorben ist. Gestorben. Und das ist halt wirklich die harmloseste Rutsche der Welt. Also wirklich so eine ganz leichte Neigung. Wenn du nicht gerade wie ich immer mit Butter eingeschmiert warst, kommst du da sowieso nicht voran. Und da stehst du nicht. Und da war auch der Walk of Shame so als Kind, so du rennst zur Rutsche, setzt dich rein und du merkst, nope, ich bin zu fett, ich werde mich hier drin nicht bewegen können. Das ist einfach zu klein. Und dann auszusteigen und die Treppe runterzulaufen. Ja, neben exakt allen anderen Kindern, die runterrutschen. Ich bin im Spaß bei die Treppe hochgelaufen. Es war aber schon kurz vor 6, also kurz vor, die macht zu, bin nach oben. Die Ampel sprang auf rot, als ich oben angegangen war, und bin die Wendeltreppe wieder 10 Minuten lang runtergelaufen, weil die halt zu war. Das ist der Nummer 3 Walk of Shame. Nummer 3 Walk of Shame auf jeden Fall. Auf einen Fünfer hochzugehen und dann wirklich sich neben allen vorbeizudrängen. Das ist doch ziemlich hoch. Ui, und dann wieder runtergehen. Ja, ja, vor allem alle anderen stehen ja auch wirklich ganz nah aneinander und wollen da hoch, und diese Leitern sind nicht dafür ausgelegt, dass zwei Leute nebeneinander stehen können. Deswegen musst du dich so durchdrängeln, so, und alle gucken dich an und sehen dich und sehen, nee. Auch ein Walk-off-Shame, ich weiß nicht, ob es Platz 2 wert ist, aber eine zu enge Hose nehmen und dann zu faul sein, seine Hose wieder anzuziehen und in den Laden zu gehen, sondern mit der zu kleinen Hose, die offensichtlich viel zu klein ist, wo man alles sieht, Knie, Waden, so mega eng, weil die offen ist oben, und dann einfach wieder in den Laden geht und sich die größere Nummer rausnimmt und dann wieder zurück in die Kabine geht. Ja. Auf jeden Fall Platz 2. Das stimmt. Platz 1, Florentin? Wenn man eine Top-5-Liste aufmacht und keinen Platz 1 hat. Sehr gut. Das ist der Walk of Shame Nummer 1. Walk of Shame, das spricht wirklich Walk of Shame. Ich mag ja, was ich ja immer sage, ich mag am liebsten Tresor. Das sind so eine Cornflakes-Art. Treasure. Die nicht so viele, Tresor. Treasure wird, glaube ich, anders geschrieben. Tresor ist mega geil. Also das sind diese kleinen, diese Weizen-Pockets. Ist auch nicht Weizen, das ist irgendwas. Fett-Pockets. Synthetisch. Da drin sind dann so Nougat, Nuss-Nougat-Creme. Ich bin von Nuss-Nougat-Creme, außer von Nutella, echt kein großer Freund, weil irgendwie, finde ich, das trifft es immer nicht so ganz, aber das trifft es sehr gut. Also das ist auch etwas, was man mit Milch sehr gut essen kann. Du bist aber auch ein Original-Cornflakes-Käufer, ne? Also sowas dann die Lidl-Knusperone oder sowas kommt bei dir überhaupt nicht in Einkaufswagen. Ich wünschte immer, ich könnte das, aber oft bin ich ein Original-Fan des Originals. Ja, auch wenn ich oft das Original nicht kenne, würde ich das wahrscheinlich lieber mögen. Mhm. Du könntest mir das immer zeigen, und ich würde mal am liebsten auch, würde ich dann die billige Version gut finden, weil die ist ja dann halt billiger. Und dann würde ich mehr Geld haben im Endeffekt des Monats und muss nicht wieder alles auf meiner Wohnung bei eBay versteigern. Ich verkaufe übrigens gerade ein Klavier, weil ich durch die vielen Cornflakes mittlerweile echt in die Bredouille gekommen bin. Also ich sag mal, so viel Geld bleibt am Ende des Monats nicht über. Muss man Prioritäten setzen natürlich. Ja, ich verkaufe viele Dinge jetzt aus meiner Wohnung. Also wenn ihr Interesse habt an zum Beispiel einem Klavier. Einem sehr guten Kampffisch. Einem sehr guten Gitarrenständer. Aber hier muss ich sagen, das ist was für Bastler, weil da ist ein bisschen was abgebrochen. Hauptsächlich Eistee ist. Das ist auch gut, dass sich das durchgesetzt hat, dass wenn man
dass wenn man was Kaputtes verkauft, schreibt für Bastler. Nein, Bastler sind die ist für Idioten. Ja. Oder einfach, man kann auch sagen, für Idioten. Ja, das ist für Leute, die kaputte Sachen mögen. Ja, ja, bestimmt für alles, so Liebhabermärkte. Ja, wenn letztens, manchmal, wir drehen ja so manchmal auf Locations und das sind ja manchmal fremde Wohnungen einfach von Menschen, die nicht wir sind. Und das, dann hat man immer so einen kleinen Einblick. Danke, dass du das Wort fremd beschrieben hast. So einen kleinen Einblick in anderen Alltag. Und was mir zum Beispiel auffällt, ist, dass die meisten fremden Wohnungen exakt gleich aussehen. Mhm. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das auffällt, aber es gibt von True Fruits diese Smoothies. Und da gibt es auch diese großen Flaschen, so ich glaube 1 Liter oder so. Ja. Und wirklich in jeder zweiten Wohnung werden diese Smoothie True Fruits Flaschen verwendet, um irgendwie so Müsli. So Müsli und so, ja. Sesam und sowas zu finden. Aber genau die. Das ist so ganz merkwürdig. Weil die schön sind. Aber warum gerade die? So, es weil gibt die einzig schönen, ja, und tausende genau, Sachen. Ja. Aber immer die. Und dann dachte ich mir, haben die mal damit geworben, dass man das machen kann? Oder konnte man mal so Samen darin kaufen? Oder Mohn oder so? Mohn oder so ein Kram? Sowas. Und so mal? Der neue Song von Christopher. Ganz merkwürdig. Und da hing zum Beispiel auch ein Kalender in dieser Wohnung. Und ich meine, Kalender ist ja, ich glaube, nichts sagt, drückt deinen Charakter so sehr aus wie Kalender. Ne? Hast du den Hot Girls, den Hot Boys, die Rennwagen, irgendwie den Kartonator. Wer hat heutzutage noch fucking Kalender? Das macht keinen Sinn. Ja, vor allem, also ich, als Kind hatte ich manchmal Kalender oder meine Eltern hatten Kalender und ich habe mir den Kalender angeguckt und habe mir natürlich alle Seiten angeguckt und dann gesagt, nee, aber was kenne ich ja schon. So. Aber ganz kurz, was mein Leben gut beschreibt, ist, ich habe neulich so eine Schublade gefunden, wo alte Notizhefte oder so Jahresplaner drin waren. Und ich finde, das beschreibt mein Leben sehr gut, dass die ersten 3 Januartage beschrieben waren. Ja. Vielleicht noch einer im Februar, wo ja. ein Termin schon länger feststand und danach leer. Ja. Einfach nichts weiter. Ja. So, das ist genau mein Leben. Ich fange sehr viele Dinge an, aber die wenigsten halte ich durch. Ja. Also Tagebücher. Auch so Oh ja, habe ich auch immer mal weniger und dann irgendwann gar nicht mehr. Und dann, man merkt, die Schrift hat sich massiv verändert. Verschlechtert. So von 2001, nächster Eintrag 2014. Ja. Irgendwie so mit einer ganz schludrigen Schrift. Irgendwie so, ja, ich habe jetzt die. So irgendwie so ganz verächtlich so, ja, geschrieben. Tagebuch, ey. Ja, hast du ein Tagebuch geschrieben, richtig? Ja. Richtig lange auch? Ja, ich überlege mir immer, wie lange es noch dauert, bis ich aus dem so vorlesen kann. So wie jetzt das Traumtagebuch oder so. Weil da stehen schon noch kritische Sachen drin, ja, teilweise. Ja, ich auch. Aber teilweise auch, als ich eingeschult wurde ins Gymnasium, weiß ich noch, wo ich geschrieben habe, so, wo ich einfach beschrieben habe, was ich mir an dem Tag gemacht habe. So habe ich gesagt, so ja, da gab es von unserem Hausaufgabenheft, dieses HEFFT. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Nein. Hausaufgabenheft und da gab es so ein Gewinnspiel. Da musste man dann seine Adresse hinschreiben. Dann hat man so Sticker bekommen mit diesem Heftlogo. Und dann musste man die Sticker irgendwo hinkleben und dann ein Foto davon machen und das da hinschicken und dann konnte man was gewinnen. Und dann habe ich so ganz schnippisch hingeschrieben, ja, ich habe da bei dem Gewinnspiel mitgemacht, aber eigentlich will ich gar nicht bei dem Gewinnspiel mitmachen. Ich will nur die Sticker haben. Und dann so ein Zwinkersmiley dahinter. Wo ich mir dann so, whoa, Rebel in the house. Badass. das vertraue ich nur beim Tagebuch an. So, ich will gar nicht bei dem Gewinnspiel. Das ist der Level auch, an krimineller Energie, den ich aufgewendet habe in meiner Pubertät. Ich will diese Sticker haben, yes. Und ich will eigentlich gar nicht am Gewinnspiel teilnehmen. So, das war wirklich der maximale Level. Aber ganz kurz, um den Kalender zurückzukommen. Der Kalender sagt ja viel über einen Menschen aus. Ne? Hast du den Star Wars Kalender, den Lego Star Wars Kalender, den Indiana Jones Lego Star Wars Kalender, den Adventskalender, den Playmobil Kalender oder der Kalender, die Person hatte, die diese Wohnung gehört hat, die hatte den Bienen Honig und Wachsprodukte Vermarktungskalender. Honig kein und Wachsprodukte. Kein Bienenkalender, kein Honigkalender, sondern ein Kalender zum Honigvertrieb. Ja. Also nicht kein Bienenliebhaber, sondern jemand, dessen große Leidenschaft der Bienenproduktevertrieb ist. Und da war dann wirklich irgendwie im Oktober, glaube ich, haben wir da gedreht. Und da war dann gerade das Bild, war so ein Typ, der an so einem Messestand stand mit so ganz vielen Wachs, also Kerzen und so Honig in der Hand. Und dann hat er geschrieben, der Oktober ist erst perfekt, der perfekte Monat, um Kerzen und Honig zu vertreiben und sich auf das Ambrosius-Fest zu freuen. Und dann stand da Ambrosius-Fest, was anscheinend der Heiliger des Honigs ist. Und er hatte so dieser gesamte Aber Kalender. Aber auch geil, dass dieser Vertriebskalender auch nicht mit der echten Welt kompatibel ist, weil das Ambrosius
Geburtstagsfest. Ja, interessiert einen Scheiß, ja, in der echten, genau, Welt. Und dann so ich Weihnachten immer, ganz klein nur, ja, drauf geschrieben. Und dann habe ich mal wirklich so ein bisschen durchgeblättert und da standen wirklich so wichtige Tage drin wie Vorstandsversammlung des Honigvereins Mecklenburg-Vorpommern. Stand yeah, da drin. So, weißt du, wenn dann wirklich auch so politische Themen, wo man sich darauf vorbereitet. Also ganz merkwürdig. Also wirklich so eine extrem. Was ich ist die kleinste lustig, Zielgruppe? Ich finde lustig, wenn so ein Kalender, den man aber verpackt vorher, das heißt, man sieht nur das erste Bild, um ja, ein Gefühl dafür zu bekommen, so Januar, da ist eine glückliche Familie drauf, dann kauft man sich das oder so und dann hängt man sich das auf und dann Februar und dann ist die Familie schon nicht mehr so ganz so glücklich, ja, dann drittes Tag, ein Kind fehlt vielleicht, ja, oder so und dann schon April und man merkt, ups, die Frau hat ein blaues Auge, irgendwas so, man merkt, ist da los, ja, gerade ist irgendwas im Butsch und dann ist man im Mai und dann denkt sich, ach Gott, und dann im, ja, im Dezember weiß man nicht, ob da noch eine Familie ist. Ja, so viel eine andere, eine ganz andere Familie, ja, ein anderer Vater oder so. Ja, finde ich auch gut, aber kleiner Fehler. Auf Kalendern ist ja hinten drauf, sind ja alle 12 Bilder abgedruckt. Und das finde ich die größte, das ist wie, als ob bei einem Adventskalender hinten drauf schon drinsteht, was in welchem Türchen zu finden ist. Naja, das ist bescheuert. Aber, ja, aber da musst du dir jetzt auch mal ehrlich gegenübertreten, Stefan Thiesel, ob du nicht, wenn du einen Kalender kaufst, darauf verzichten möchtest, alle Bilder gesehen zu haben. Ob du dir den Sexy Bunny 2012 Kalender für 1,99 € an der Tanke kaufen würdest, wenn du wüsstest, was da für heiße Picks noch abgebildet sind den Rest des Jahres. Ich weiß es nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Ich glaube, da lugt man dann noch da gemacht ganz gerne drauf. Podcast UFO. Ey, wusstest du übrigens, nehmen wir schon auf? Ja. Wusstest du, dass, ich finde Stadiongesänge echt so ein interessanter Aspekt. Geht so. Weil, nee, ich finde, die haben diese, sobald man im Stadion singt, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber natürlich in Dortmund groß gewachsen, da feuert man schon mal den BVB an und man hat direkt so eine ganz andere Stimme. Ja. Auch als Zwölfjähriger hat man teilweise schon diese und nach dem Spiel redet man auch so dann privat. Aber spannenderweise sind die Melodien, die da singen, oft einfach sehr, sehr klassisch und hochinteressante klassische Lieder. Beispiel: Verdi. Das singen die im Stadion, ist mir neulich mal aufgefallen. Forza BVB, 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 BVB. Halle, Forza BVB. Aber die singen das natürlich ja nicht so, sondern Forza BVB, Forza BVB. Aber das ist echt interessant. Ich finde das, ich meine, natürlich ist Fußball männlicher Sport. Man singt männlich, man steht auf der Bühne, reißt sich das Trikot vom Leib und steht dann da männlich, yeah, mit der Bier-Brinkhoffs Nummer 1, yeah. Ja. Und dann singen die aber eigentlich eine Oper. Ich finde das einen spannenden Konflikt, wo sich da befinden eigentlich. Ja, das stimmt, das erinnert mich so ein bisschen an Rap eigentlich, wo es auch irgendein findiger Deutschlehrer in Amerika hat es geschafft, sozusagen, hey, mach doch mal irgendwie Gedichte, aber dazu irgendwie klopf, Janis, klopf du mal bitte so in einem Rhythmus auf den Tisch und wir lesen ein Gedicht dazu und plötzlich so, yo, that was dope, motherfucker. Und dann gehen die raus und machen, sie betteln sich in Gedichte schreiben. Wie kann ich den Kindern Gedichte nahebringen? Vielleicht, dass sie sich gegenseitig beleidigen ein bisschen. Ja. Und dann hat er vielleicht auch das war da vielleicht der Erste, der so Rap-Battles aufgebaut hat im Klassenraum. So, die Sophia, die macht dann mal gegen den Mark und wir sehen mal, wo das hinführt. Mhm. Und dann reimt man einfach ein bisschen. Ihr könnt auch euch Schimpfwörter benutzen. Und die Kinder so, yeah. Und der Lehrer hat sich ins Fäustchen gelacht, weil er es endlich rausgefunden hat. Ey, ich glaube, der Lehrer ist irgendwie so ein ganz gemütlicher Lehrer, der noch heute irgendwo in Staten, Ohio oder so, irgendwie so ein glücklicher Typ, der vielleicht so einen Labrador-Hund hat, der dann auf Facebook postet, oh, der ist leider krank, könnt ihr mir nicht was spenden? Und dann machen die so einen Kuchenverkauf und dann sammeln die Geld zusammen für den Labrador-Hund und dann geht's ihm wieder gut und Poffy geht's wieder gut, aber der hat Rap erfunden, so. Der hat irgendwie damals im Deutsch-LK gesagt, so, ach, jetzt machen wir mal irgendwie Goethe ein bisschen verrückt heute mal. Was hat er noch erfunden? Was hat er denn noch erfunden? Weil, also, Metal ist ja auch quasi Klassik mit Elektro-Gitarre. Ja, Metal ist halt verrückter Rock'n'Roll. Ne? Ja. Also, wem Rock'n'Roll noch nicht verrückt genug ist, der legt nochmal ordentlich einen Gang zu. Da kann ich dir nicht folgen auf diesem Weg. Mir ist Rock'n'Roll schon ein bisschen zu verrückt. Gibt's eigentlich, was ist die härteste Musik? Also, weil das ist ja auch so ein, ne, also damals, als Mozart ja aktiv war, war das ja auch so total crazy. Das war ein Punker. Revolutionär. So, boah, wie kann man das machen? Ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen haben. Folgt auf S und what the fuck? Okay, ich wollte jetzt den Gag machen, der hat den Song Leck mich im Arsch, der hat einfach harte Songs an den Tag gebracht. Ja. Aber du hast recht, das war einfach ein Punk damals. Und ich weiß nicht genau, was das Äquivalent heute zu ist, zu Mozart.
Wahrscheinlich ein Punk. Ja, wir sind halt heute so eine liberale Gesellschaft, dass es halt diese Rebellion nicht mehr so hundertprozentig gibt. Ach, ist doch scheiße. Die echten Punks werden dann halt irgendwie so Rechte oder sowas, die halt dann wirklich verbotene Sachen machen. Oder Jura-Leute, Rechtswissenschaftler. aber naja, heute ist ja so Heavy Metal, so Deathcore, die müssen sich auch in den Begriffen immer wieder überbieten. Ne? Also es gibt dann Black Metal, Death, Horror, Terror Metal, so das wird dann immer auch irgendwann, hört dann die Sprache auf zu funktionieren, wo man dann einfach nur noch irgendwie mit Begriffen arbeiten muss. Übrigens, wo wir gerade bei Musik sind, ich habe jetzt von Spotify die beste Mail des Jahres bekommen. Mega spannend. Dein 2016 in Musik. Ja, die Mail habe ich nicht bekommen. Das ist seltsam. Aber wahrscheinlich, weil du so ein E-Mail-Messi bist. Aber das ist interessant. Ich habe 12.752 Minuten insgesamt Musik gehört. So, das sind 12.000, das sind ungefähr 600 Stunden, habe ich mal ausgerechnet. Dann, im Jahr, 600 Stunden. Das ist nicht so viel. 633 Künstler. Und dann... Wie heißt denn der Absender der Mail? Dann kann ich da mal suchen. Spotify. Ja, aber die Mailadresse? hello@spotify.com. Okay. Oh, jetzt haben wir die im Internet verraten. Ja, ist kein Ding. Prank den mal so richtig, Leute. Meldet den mal irgendwie bei My Hustle oder bei irgendwie Grindr an, Leute. Ey, dann pranken wir hello@spotify.com. Ich habe keine Mail. Und ich gehöre zu den Top 1% der Fans von Stephen King und von John Williams. Aber was heißt das? Also, der Leute, die John Williams hören... Ich bin Top 1% der Fans von John Williams. Das heißt, ich höre überdurchschnittlich viel John Williams in einer Gruppe, die schon überdurchschnittlich viel John Williams hört. Aha. Ich weiß auch nicht genau. Was macht das aus mir? Die Frage wäre doch jetzt, was ist die Musikrichtung, die du am wenigsten hörst? Also wie wäre es denn, wenn Spotify für eine Woche mal deinen Musikgeschmack... Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich habe auf die Mail geklickt. Das ist alles copyright-rechtlich ein bisschen kritisch gerade. Aber wäre doch cool, wenn Spotify für eine Woche deinen Musikgeschmack komplett invertiert, komplett dreht einfach. Wenn davor alles so Hard Rock, Death Metal, dann alles so komplett irgendwie Hafen, ganz zarte Sachen und Folk und Schlager und so. Meinst du, man kann wie so ein Farbkreis so Musikrichtungen anlegen und auf dann einfach Fall. Mal einmal einfach so, wie man das bei so einem Fotofilter auch machen kann, einfach so die Farben tauschen? Und es gibt ja diese eine Statistik über Musikrichtungen und in wie statistisch gesehen Leute einen höheren IQ haben, die Musik hören. Und da war Beyoncé, waren für die ganz dummen und Beethoven war für die ganz schlauen. So, und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang umkehren, indem ich jetzt sehr viel Beethoven höre einfach und dadurch schlauer werde. Das stimmt. Ziemlich blöd wahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite... Aber hat wahrscheinlich auch was mit sozialen Schichten zu tun. Glaube ich auch. Und ich glaube auch, hat damit zu tun, wie viel du Musik du hörst. Weil je mehr Musik du hörst, desto komplexere Musik hörst du dann auch gerne. Ah, das weiß ich. Auf jeden Fall. Im Moment. Das heißt, ist auch wissenschaftlich belegt. Aber was genau heißt das? Also heißt das dann, aber wenn du jetzt irgendwie als 14-Jähriger anfängst, Hip-Hop zu hören und du hörst Hip-Hop dein ganzes Leben, dann heißt es, du hörst irgendwann immer komplexeren Hip-Hop. Oder würdest du sagen, du landest automatisch irgendwann bei Klassik, weil das die komplexeste Musik ist? Ja, du würdest dich zumindest nicht mehr verschließen. Also die Sache ist ja die, Musik ist Mathematik. Eine normale Konsonante, Noten A und D ist dann die Subdominante und so ein Bullshit. So, das ist alles sehr einfach Zusammenhänge. Ja. Dominante, Subdominante, das ist alles ganz easy. Mhm. So, und dann fangen die 7er Akkorde an. Und dann geht man Richtung Jazz, da wird es immer komplexer. Und fürs nicht geschulte Auge klingt das einfach nur wie ein Wirrwarr. Mhm. Klingt das einfach wie ein Pollock-Gemälde. Aber wenn es dann, irgendwann kannst du anfangen, das so rauszuhören, weil du auch, das ist wie Mathematik, wie gesagt, also du kennst ja auch komplexere Formeln, checkst du eher, wenn du dich davor schon mal mit Formeln, die daraus bestehen, aber es ist doch jetzt auch nicht so, dass wenn du dein ganzes Leben lang Filme anschaust, du kannst auch im hohen Alter auch noch irgendwie Crap wie Transformers anschauen. Ja, du kannst, genau, und so genauso hört dann der mit Hip-Hop sozialisiert wurde, auch gerne noch Hip-Hop-Song von Eminem. Easy. Slim Shady. Yeah, Digga. Jo, cool. Also meine Lieblingsmusikgenres sind Rock auf 1, Art Rock auf 2, Blues Rock auf 3, keine Ahnung, Mellow Gold, keine Ahnung, und Soft Rock. Hätte ich nicht gedacht. Aber wie ist jemand, der sowas hört, dann Top 1 der Fans von John Williams? Aber du hast heute einen interessanten Artikel gefunden zum Thema Affen, die sprechen können. Wow. Und das müssen wir vielleicht auch nochmal ansprechen, weil Leute, es wird langsam fucking real. Wir müssen ja sowieso noch über die ganzen archäologischen Funde reden, die in den letzten Wochen gefunden wurden. Und was die alles nochmal umschmeißen. Es ist eine Menge passiert, richtig viel geht gerade los. Und heute hat Stefan einen Artikel gefunden, in dem es darum geht, dass Affen anscheinend
eigentlich sprechen könnten, ja, also, wenn sie nur, weil sie nur andere Kiefer haben. Genau. Sowas. Forscher haben die Anatomie von Affen untersucht, haben den Schädel untersucht und haben den Kehlkopf und die Stimmlippen untersucht. Und da haben die herausgefunden, Affen könnten theoretisch sprechen. Und dann haben die das eingegeben, ihre Daten, haben im Computer herausgefunden, haben am Computer rechnen lassen, wie Sätze klingen würden. Und haben dann den Satz, den süßen Satz, wie ich finde, ja, Will you marry me, halt geguckt, wie das von einem Affen gesprochen klänge. Und es würde so klingen. Will you marry me? Jetzt geht so eine beruhigende Lounge-Musik los. Aber die meine ich nicht. Die meine ich nicht. Was das für ein lustiger Gag gewesen wäre. Affen klingen so. Wenn Affen, will you marry me? Eigentlich ganz entspannt. So klingen Affen. Alter, das ist schon. Warum ist das jetzt dann aufhören? Nein! Nein, nein, das muss ich. Hey! Was ist das? Das ist doch jetzt sogar völlig überfordert. Ey! Warum hört das denn nicht auf? Ihm ist der Kopf runtergefallen, seine Hose ist plötzlich aufgegangen. Nein. Er stolpert auf dem. Ja, es ist alles aus. Wir waren also kurz in einer Einspielerschleife gefangen. In einer GEMA-rechtlich schwierigen Einspielerschleife. Also klänge auf jeden Fall sehr gruselig. Will you marry me? Will you marry me? Alter, ist das krass. Gruselig. Vor allem stell dir mal vor, irgend so ein Wissenschaftler dachte, es wäre total romantisch, seiner Frau einen Heiratsantrag zu machen durch diese Technik und dann irgendwie im Super Bowl irgendwie Werbepause, eine Minute hat er sich gekauft für 10.000 Euro und dann Will you marry me? Es klingt ein bisschen so, als ob die Luft nach innen ziehen. Will you marry me? Ja. Oh, Alter. Boah, furchtbar.